Aber darf ich noch nicht. Die 26. erst. Das ist 3-0. Oh. Bin auf Bayern gespannt. Okay, wenn spielt Bayern jetzt nochmal am aber Paris? Lyon, okay, krass. Da zocke ich eigentlich, was ich möchte. Aber GTA geht mir echt auf den Sack langsam. Mir geht nicht GTA an sich auf den Sack. Also das Spiel. Mir geht es auf den Sack der Idioten in diesen Szene. Bayern interessiert kein Dortmund. Stimmt, dann gucke ich das Champions League Spiel von Dortmund. Ah, warte. Stefanie, danke für dein Subgift. Direkt deabonnieren. Nee, nicht bei mir gibt es Idioten im Chat, in anderen Streams. Also, wenn man sich das mal so ein bisschen umguckt. Es gibt diesen, hier den Streamer Henker, die toxische Community. Da schreibt einer im Chat. Und was macht der Projektleiter? Flugsimulator spielen und Knöpfe drücken. Nee, es tut mir leid, dass es mein Leben ist, GTA RP zu spielen, du Freak. Dann, diese ganze toxische Scheiße, die letzte Zeit. Oh, ich hab einfach, das ist einfach nur noch. Oh. Einfach nur kranke Scheiße. Andere Leute suchten halt gerne jeden Tag GTA, ich nicht. Es hat nichts mit Triggern zu tun, nur mit dieser Selbstverständlichkeit, dass jeden Tag dieses Spiel kommen muss. Krank. Krank in was für Leute manche leben. Und dann lädt das denn? Und dann werden wir so aussagen kommen, ja, aber das Spiel bezahlt auch sein Essen. Und eine Miete. Ja, darum geht's auch. Ich habe in den letzten 3 Tagen mehr von Geld verdient mit anderen Sachen als mit Twitch. Adios, amigo. Ja. Okay, man soll sich also zu Hure machen, nur weil man damit Geld verdient, oder was? Der Preis. Okay. Sei doch dankbar für jeden Zuschauer, den du kriegst.
Sei doch dankbar. War nicht so. Ich weiß nicht, wer. Was hat das denn mit Dankbarkeit zu tun? Gar nichts. Du hast überhaupt gar nichts verstanden und gar nicht zugehört. Es ging irgendwie. Hinter einfach. Hey, du hast den Kernausschau gar nicht verstanden. Das kann man so im Gut. Du hast einfach die Kernaussage nicht verstanden. Ja. Will ich das tun? Nee, hast du eben nicht. Was wird denn jetzt interessant geworden? Weil mit einer Silbe erwähnt. Wirklich verschwunden. Mit einer Silbe, dass ich undankbar bin. Zu den Leuten und. Es geht um die GTA-Community an sich. Das und. Scheuer! Doch, doch, okay, ich hab gesagt, ich bin undankbar, alles klar. Oh mein Gott, was bist du denn für einer, ey? Mach dir, wasch dir die Ohren, dann kannst du zuhören. Ja, ja. Okay. Ja, du. Gewichts. Ja. Nein, dass du dankbar sein sollst. Scheiße. Aber der trollt. Brauche ich gar nichts zu sagen. Bist du? Pass auf, ich zeig dir, wie ich dankbar bin. Leute, lass alle mal kurz ein Sub da. Dann bin ich dankbar. Komm. Nicht erreichbar. Wir sehen uns. Ruf mal. Ah, alles gut, Brady. Also hin und her. Der hat ja zu viel. Wie, warum? Dass hier eine Bar ist. Auch hier runter. Wahrscheinlich auch öfter hier. Pass auf. Ich will das ganz kurz nur erklären. Mein Problem ist, ich mute mal ganz kurz hier, weil der Teamspeak braucht 20 Millionen Jahre. Mein Problem ist folgendes. Also, ich erkläre dir, was mein Problem ist. Oder euch. Es ist das Problem, dass Leute sich das Recht rausnehmen, zu fordern, was ich zu tun habe, um ihren Unterhaltungswert zu steigern. Zum Beispiel, dass man sagt, in anderen Streams unterwegs ist und sagt, und was macht der Projektleiter, der spielt Flugsimulator? Was bist du für ein Idiot, dass du sowas schreiben musst? Seht ihr? Darum geht's. That's it. Das war's. Du kannst nicht permanent darüber nachdenken, dass du dann scheißt doch auf die. Aber hast du jetzt die Aussage verstanden, Adios Amigo, was ich vorhin schon erklärt habe? Hast du es jetzt verstanden? Warum? Mein Problem ist, warum müssen die denn in Streams, in anderen Streams, also es gibt Streamer, die spielen jeden Tag GTA, das können die ja machen, weißt du? Das können die jeden Tag machen. Was ich nur krass finde, die Leute, die dahinter stehen, die sind a little bit broken im Kopf, weil die, das ist für die so eine harte Sucht. GTA läuft, ich meine, ich find's cool, das paar Mal in der Woche zu spielen und mir macht das auch Spaß. Aber dann provozierst du doch mit dem Titel. Nee, wieso? Hä? Sorry, ich sag dazu nichts mehr. Also, die Leute, die in anderen Streams sind, machen den, oder die Leute, die immer diese GTA-Sucht fordern, machen dem Spieler das GTA-Gefühl kaputt. Das ist das Problem.
Verstehst du? Das ist das Problem. Bin ich gemoved? War noch nicht durch, Alter. Nervig. Leider gibt es sehr viele Leute, das möchte ich nicht auf jeden beziehen, aber es gibt schon einen großen Teil, der in der GTA-Welt Zuflucht sucht zu dem Ausgleich zu seinem eigenen Leben. Also es gab eine Zeit, da waren Leute, kann ich euch sagen, die sind morgens aufgestanden. Quatsch, die sind nachmittags aufgestanden, haben bis 4, 5 Uhr nachts GTA gespielt, sind pennen gegangen, sind aufgestanden, dass die ganze Zeit den gleichen Rhythmus, jeden Tag, in einer Tour. Und das ist teilweise echt, boah. Alter. Und ich bin aktuell sehr froh, dass ich so viele unterschiedliche Spiele kann. Redest du jetzt von JD? Das kann. Nee, das. Macht die das so? Also, das kann ich nicht beurteilen. Wären wir doch weitergeflogen. Ja, Alex, hättest du aber landen müssen. Ne, ich wollte es nur einmal kurz erklären, Jasmin. Wenn ich. Oh, da war die bewegt, die Lippen. Was haben wir denn hier? Ein Kabel. Oh, das muss zur Seite. Jeden Stream sagst du, dass du sowas nicht. Habe ich doch vorhin Apfel, du Banane. Dankeschön, Mann. Für 28 Monate. Headset macht Recharge Headset. Ich freue mich so auf das Mafia Remake, Mann. Ich glaube manchmal, dass wir einen Submode brauchen. JD spielt auch, hat auch The Last of Us und so gespielt, also. Manchmal kommen echt mal Aussagen zustande. Ich will eigentlich nie jemanden ausschließen, so weißt du. Würde ich irgendwie unfair finden, gegen ein paar Idioten ein paar Leute auszuschließen. Würde ich irgendwie nicht richtig finden. Cam Lion, dankeschön für 7 Monate und Sabaton, danke für dein Subgift. Kein Ingame-Sound. Oh lol, warum ist das gemutet? Danke dafür den Hinweis. Ich freue mich gleich. Ich will nach dem Stream einmal ganz kurz das Mafia Remake anmachen. Nur einmal durchfahren. Kennt ihr das? Wenn man durch so eine Open World fährt. Ist auch ein Streif. Dankeschön für 1700 Bits, Mann. Also ich werde jetzt heute nicht so lange in Los Santos unterwegs sein. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Stream jetzt auch schon seit 8,5 Stunden gleich wieder, ne? Und der letzte Stream war ein 12-Stunden-Stream. Das ja nur. Also aktuell läuft's auf Twitch hier eigentlich contentmäßig echt viel. Gibt's. Und unterschiedliche Sachen. Also Train Sim World kommt, dann Mafia, das Remake werden wir spielen, GTA-RP natürlich auch noch. Den suchst du Zuflucht in der GTA-Welt, ja? Ja, morgen wollte ich streamen, aber ich gucke mal. Ich sage euch per Twitter Bescheid. Ne? Weil ich muss ja auch noch den Vlog aus, den Vlog noch schneiden. Habt ihr eigentlich den Racing-Vlog gesehen? Gott. Nope, noch nicht. Echt nicht? Boah, da habt ihr echt was verpasst. Bin ich schon ein bisschen stolz drauf. War echt gut geparkt, ne? Kann man schon mal sagen.
So, ich wollte mal. Oh, hier lädt aber alles ziemlich. Willst gucken? Alter. Weiß. Alter, wer macht denn immer diese Wichtiges aus Los Santos? Wer macht denn das da immer rein? Wer ist das denn hier? Daily. Isabel Collins. Ja, aber warum ist das doch nichts Wichtiges aus Los Santos? Also, ich will mal ganz kurz was festhalten, ne? Das ist, wofür ich Frau Collins liebe. Endlich jemand, der Reportings per E-Mail schreibt und einen informiert. Endlich jemand, der es verstanden hat. Bin schon mega gespannt auf deinen Flug, V-Lock. Alter, Scheinfeld, danke für den Zehner. Ich auch. Ich auch. Oh, spannend. Ich meine, ich muss mal meine Brille sauern, die ist total verschmiert. Ich habe das jetzt irgendwie nicht so verstanden. Also, der Mann, der Freund von Herrn E. Ives, oder wie der heißt, ist illegal eingereist. Da hat Mosquera ihm vorgeschlagen, er soll sich... 4 Wochen hat er Zeit, um sich zu melden, um sich selber anzuzeigen. Okay. Verstehe nicht. Hä? Eine Dame namens Garcia bzw. Ivy, Freundin von der Mosquera, verbreitet das Gerücht über Frau Hope, dass sie eine Verräterin wäre und spricht Drohungen ihr gegenüber aus. Aufgrund der Thematik mit ihrem illegalen eingereisten Freund. Des Weiteren erzählt sie darum. Okay. Ach ja. Werden wir schon herauskriegen. Bei E-Mails, was haben wir noch? Allein in und Vespucci. Am folgenden Satz der Ereignisse. Beck saß bei allen Anwesenden vor Lolitas Party, nachdem aus vorbeifahrenden Fahrens plötzlich scheinbar glücklich das Feuer in die Menge geöffnet wurde. Auch wenn glücklicherweise niemand dabei verletzt wurde, zeigt dieser Vorfall, wie schnell es derzeit in der Stadt passieren kann. Als The Donkey! Wer wird ein Subgift? Nur kurze Zeit vorher, wenige Straßen entfernt, kam es am selben Abend an Donnys Tankstelle zu einem bewaffneten Raubüberfall, in dem mehrfache Mitarbeiter teils des Schützen. Nun kommen die Zahlen an Gewaltdelikten in den südlichen Problembezirken von Los Santos, Schießereien, Schlägereien, einen Überfall auf ein Auto aus Unikas und andauernd gewaltige Bandenauseinandersetzungen machen auch diesen Teil der Stadt zu einem Pulverfass. Wer glaubt, dass das Problem umgehen zu können, indem er besagte Gegner meint, liegt hiermit falsch. Alleine aus dem siebenköpfigen Newsredaktion wurden 4 Mitarbeiter innerhalb der letzten 7 Tage zu offenen Raubüberfällen zwischen Vinewood und Rockford Hills. Weezy News sprach in den vergangenen Tagen mit einer großen Anzahl von Bürgern und dabei kam es zu einem ernüchternden Ergebnis von knapp über 50 Befragten. Ergaben lediglich 4 Personen an, dass sie derzeit in Los Santos sicher fühlen und in der Straße. In vielen Fällen bemängelt die befragten Bürger eine gefühlte zu niedrige Polizeipräsenz in den Abendstunden. Es entsteht der Eindruck, Verbrecher in der Stadt
blieben größtenteils unbehelligt und könnten tun und lassen, was sie wollen. In der Öffentlichkeit besteht außerdem der Eindruck, dass LSPD sei derzeit mehr damit beschäftigt, interne Probleme aufzuarbeiten, als sich um den Schmutz der Bürger, sich um den Schutz der Bürger zu kümmern. Als Reaktion auf wachsende Bedrohungssituationen gaben viele Befragte an, dass sie sich mittlerweile selbst bewaffnen, um sich gegebenenfalls verteidigen zu können. Die Gefahr, die sie aus den Trennungen steuert, Los Angeles auf einen Wildwest. Es bleibt zu hoffen, dass die Polizei dem Trend noch entscheidend gegengeht. Okay. Alles klar, die wissen ja Bescheid. Hä? Okay. Das ist Girata, was geht? Ich habe inzwischen. Wie viele sind denn gerade auf dem Server? Warum stehen sie hier so? Hallo? Okay, kein Problem. Für eine Bewerbung hier in PD, ne? Hallo. Ja, das können Sie über die App machen, über die Kontaktformular-App vom LSPD. Genau, da füllen Sie einfach alles aus. Da steht auch Bewerbung, Lebenslauf, einmal alles rein und schicken das einfach ab. Alles klar, gut. Dann danke für die schnelle Hilfe. Also auch gerne. Einfach. Ja, genau. Schönen Abend noch. Danke Ihnen auch, ne? Wiedersehen. Also auch hin. Schönen Abend, Herr Weiß. Hallo. Wie geht's Ihnen? Herr Weiß? Alles gut bei Ihnen? Bitte? Moment. So, wie geht's Ihnen? Hat's Ihnen die Sprache verschlagen? Hä? Aufnahmegerät ist richtig. Ich heiße im Teamspeak Dennis, WTF. Ich Disconnected. Mal gleich Feierabend, ohne Witz. Alles rum. Brille ist verschmiert, alles. Fuckt mich gerade alles ab hier. Connected. Sound muted. Muss ich jetzt echt wieder so lange warten, bis der Teamspeak durch ist. Dennis, schreibt mal mit D-E-N-N-I-S. Dein Schnucki. Ich bin alle Leute, die keine Brille brauchen. So viele Ebenen. Alles gut jetzt? Und
Kontaktlinsen im Auge rumfriemeln, Alter. Boah, nee. Monocle. Sound resumed. Ja, der Chief wird abgesägt. Tatsächlich. Der Chief wird abgesägt. Hallo. Genau, der wird abgesägt. Wie geht's Ihnen? Gut geht's mir und Ihnen? Wunderbar. Ja, wir besprechen gerade so ein paar Punkte, die ich noch hatte. Okay. Was denn? Ja, ich hatte zum einen, hatte der Herr Kent, also es war der erste Punkt, ich wiederhole das nochmal fix für Sie, der Kent ja schon angefangen, eine Funkdisziplin herzustellen, wieder, weil die ein bisschen gelitten hat, und ich hatte halt darum gebeten, dass wir den Funk auch vereinheitlichen, weil sehr viele Kollegen ihren eigenen Stiefel fahren und verschiedene Wörter benutzen als andere etc. pp. Und dann das NATO-Alphabet gefiel mir nicht, das habe ich noch gesagt, weil das zu lange dauert und viele Leute das auch gar nicht wirklich kennen. Und ich das auch ziemlich Quatsch finde, außer man ist im Norden. Ich komme gerade nicht auf. Dann ging es darum, dass wir ein bisschen mehr, dass ich wollte fragen, inwieweit ich deutlich werden kann, wenn die Leute nicht so ganz verstehen, was die Aufgabe der DTU ist und was nicht. Weil da wurden ich persönlich auch schon öfter angesprochen, irgendwelche Aussagen aufzunehmen, die eigentlich gar nicht mich interessieren sollten. Dass wir da den Leuten das ein bisschen klarer machen, dass wir nicht dafür da sind, denen Arbeit abzunehmen, sondern in bestimmten Fällen zu ermitteln. Das waren die beiden Sachen. Dann hatte ich, und das hatte ich jetzt Frau Collins auch noch nicht gesagt, gibt es momentan eine unklare Bedrohungslage gegenüber meiner Person, und ich wollte die Genehmigung, eine Schusswaffe außer Dienst mitzunehmen, beziehungsweise für den Nachhauseweg. Was für eine Drohung gibt es da? Also es gibt keine konkrete Drohung. Es ist so, dass wir diesen, das steht auch im Internen bei uns, den Fall hatten, dass eine Frau verprügelt wurde in Vespucci. Wir haben uns darum gekümmert, die Frau Adams und ich. Ich wollte die Frau ein bisschen als Informantin gewinnen, aber scheinbar ist der Weg so rum, dass... Hallo. Der Weg gerade so rum, dass die versucht, mich irgendwie, über mich an Informationen ranzukommen. Ich hatte heute ein Treffen mit ihr, wo ich noch genauere Informationen über Vespucci erlangen wollte. Die hat mir allerdings nur Quatsch erzählt, und sie hat einen dummen Fehler gemacht und mir eine SMS geschickt mit meinem Kennzeichen. Sie hat gelogen erst und gesagt, sie hätte nur auf die Uhr geguckt, und als ich sie dann darauf angesprochen hatte, meinte sie, das wäre ihr Notizblock. Aber es wird klar, es sollen da Informationen über mich... Entschuldigung, darf ich einmal ganz, ganz kurz stören? Und zwar, wir suchen doch keine speziellen Sekretärin, oder, Herr Weiß? Nein. Ja, das spricht sich irgendwie in der Stadt rum, und deshalb kommen hier schon welche mit Bewerbung hin. Hat niemand gesagt. Okay, weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Ja, gerne. Genau, also die schickte mir dann mein eigenes Kennzeichen, und sie meinte dann, es wäre für ihren Notizblock, was aber sehr großer Quatsch ist. Also es versuchen Leute, Informationen über mich einzuholen. Wir haben zwei Verdächtigungen. Das geht um die Schlepper, weil ich da sehr aktiv ermittle gerade und auch Fortschritte mache, dass sich das vielleicht rumspricht. Oder B, dass das irgendwas mit Vespucci zu tun hatte, dass sie von Anfang an die Frau hier irgendwie einschleusen wollten, um Informationen über bestimmte Personen oder Abteilungen zu erhalten. Okay. Ich werde jetzt mit der Frau den Liebeskasper machen. Die fragte mich auch, ob ich mich alleine mit ihr treffen will, ohne Arbeit. Ich habe das erstmal bejaht, und ich werde gucken, was da rauskommt, aber natürlich nicht mehr ohne Absicherung. Und was ist mit Ihnen passiert? Wollen Sie die ganze Geschichte ernst, ja? Mann, ist mir das unangenehm gerade. Mir ist es auch etwas unangenehm. Ich habe zwei Tampons in der Nase, und die Nase ist gebrochen, Sir. Warum ist sie ihre Nase gebrochen? Ich habe einen Schlagsack abbekommen. Von wem? Von meinem Strauß meiner Festnahme, der sehr resistenten. Und einen Taserschuss habe ich auch in den Arsch bekommen, Sir. Von wem? Von meinem Wolkenkopf, Sir. Ich glaube, ich werde gehasst, Sir. Warum? Das war auch bei dieser Festnahme. Ich habe ein bisschen Betäubungsmittel intus, Sir. Medikamente. Und zwei Stopfen, und die Nase ist zwei Tage... gesehen jetzt, ja. War zwei Tage weg. Ein Tag war ich weg. Was machen Sie denn immer hier?
Das war wirklich so eine sehr, sehr resistente Festnahme, Sir. Okay. Und Sie haben aber das... Wann war das? Vor ungefähr einer Stunde, Sir. Und das Ziel haben Sie erfüllt? Ja, ich habe eigentlich das Ziel erfüllt, ja. Okay. Da kam dann noch ein Schlagsack angeflogen, Sir. Ja, haben Sie auch Zähne verloren? Nein, kannst du sagen, nicht. Warum lispeln Sie denn dann? Ja, weil ich ja ein bisschen betäubt bin, Sir. Ah. Juhu, hallo, okay. Danny. Tut mir leid, ich muss mich 2 Tage kranken melden. Ich werde gleich heimgefahren, Sir. Ich schreibe Ihnen noch eine E-Mail mit allem, was passiert ist. Das wäre sehr nett. Wollte ich sowieso loben. Danke, dass Sie das immer machen. Das hilft mir ungemein. Gut, Sir. Wir sind 2 Tagen. Gute Besserung. Gute Besserung, Herr Kent. Ade, Sir. Ja. Gut, also wäre die Erlaubnis dann erteilt, dass ich die Schusswaffe mit außer Dienst nehme, wobei ich sowieso nicht viel Freizeit habe und die quasi nur für den Weg nach Hause und wieder zurück hätte. Also im Grunde gibt es ja keine Bedrohungslage, oder? Naja, es versuchen bedrohliche Kräfte Informationen über mich rauszufinden und wie gesagt, wir haben die Vermutung, dass das sich um die Schleuserbande handelt und das ist, empfinde ich doch erstmal als sehr bedrohlich. Es gibt keine direkte Drohung, aber es gibt den Anhaltspunkt, dass eine Frau auf mich angesetzt wird, die Dinge über mich rausfinden soll. Ja, und dann heißt das direkt, dass sie sie umbringen möchte? Naja, wie gesagt, ich ermittle da in sehr heiklen Fällen momentan und ich lege die Vermutung, habe ich doch schon, dass da mir geschadet werden soll. Wenn Sie das anders sehen, dann muss ich halt sehen, dass ich mir ein Messer besorge oder irgendwas. Haben Sie den Artikel von Weasel News gelesen? Welchen? Neuesten. Dass das LSPD versagt und so weiter? Habe ich nicht gelesen. Versagen wir? Ich mal nach. Ach, geht keiner ran, wie immer. Gut, also lehnen Sie das ab, dass ich die mitnehme. Machen Sie das erstmal. Ja. Schreiben mir Leute wegen $239, ich soll Ihnen das Geld überweisen, weil Ihre Freunde in Not sind. Ich flipp aus. Ich komme gleich wieder. Hitliste hier. Eben schnell, bis er herkommt und mir bestätigt, dass der Vollis sein Anwalt ist und dann gebe ich ihm auch keine Sicht. Guten Abend, Sir. Hallo. Ein wunderschöner Weiß. Tag. Was geht, Mann? Check. Was, Mann? Wunderschön, Herr Weiß. Wunderschönen guten Tag. Na, Sie klingen ja begeistert. Natürlich. Ich höre, was immer so hier passiert. Herr Gamble? Ja, was passiert so, Mann? Vielleicht sollte ich auch nochmal mit Ihnen reden, wenn Herr Kent Ihnen das noch nicht beigetragen hat. Was denn? Haben Sie gleich mal 2 Sekunden für mich? Ja, wenn jetzt, rücken Sie ja sofort mit der Sprache mal raus. Kommen Sie. Sir? Herr Preuß, würden Sie einmal rausgehen? Ich möchte Akteneinsicht, deshalb können Sie auch rausgehen. Achso, Sie können nicht reden, ich verstehe schon. Soll ich Zeichensprache machen? Herr Preuß. Das ist der Herr Preuß. Herr Preuß verweigert meistens die Aussagen. Kommen Sie raus hier. Ich muss Sie ein wenig verbessern. Es ist nicht der Herr Preuß. Es ist der Herr Preuß. Ist mir egal. Ja, Herr Preuß, bitte. Ihnen ist ja so vieles egal. Herr Henker, würden Sie bitte Ihrem Herrn Preuß Also ich bin nicht der Erziehungsberechtigte von Herrn Ja, Preis. Scheinbar schon. Wenn Sie ihm was sagen, dann macht das auch. Ansonsten nehme ich ihn gleich fest, wenn er sich weiter in meinen Anweisungen widersetzt. Herr Preuß, gehen Sie jetzt einfach hier raus. Justus. Ja. Also, Henker, das hier ist das LSPD. Hören Sie mal, das hier ist das LSPD. Das ist der öffentliche Bereich und oben die Cafeteria. Sie haben hier nichts zu suchen, also schwingen Sie Ihren Arsch hier raus. Da müssen Sie nicht den Herrn Henker fragen, sondern da fragen Sie mich und ich sage, Sie gehen jetzt hier raus. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Festnehmen und nach unten bringen. So einfach geht das. Meine Güte, ey.
Das geht mir so auf den Sack, die Leute, die hier in so einem Bereich sind, das ist doch ein, ist doch kein öffentlicher Bereich. Und dann denken die noch, dass die sich, dass die irgendwas hier machen können. So, einmal hier rein, genau. Stell mal vor, bei der echten Polizei. Ja, ich frag erstmal einen Anwalt. Ich bin, der ist ja mein Bodyguard. Darf ich gehen? Erika Junior, nehmen Sie sich den bitte an. Ich dann bin Leitstelle. Folgen Sie mir doch einmal bitte. Ja. Entziehung polizeilich, beziehungsweise Verweigerung von polizeilichen Maßnahmen. Ich handle gerade in Anweisung von meinem Chief. Entweder kommt der, schicke ich immer so hier vorbei, oder ich mache das morgen. Das erklärt natürlich wieder einiges. Ja, gerne. Aber machen Sie Ihre Kommentare. Dann gehen wir jetzt mal wieder runter in die Zellen. Wir folgen. Wissen Sie, was Frau Engel wieder getan hat? Bitte gut stehen bleiben. Über, mit dem Herrn Preis, meinen Sie? Nee, was, die möchte unbedingt mit mir reden. Wieso? Weiß ich ja nicht, deswegen frage ich. Ja, bitte. Kommen Sie mal kurz. Was ich mitbekommen habe, ist, Herr Preis war ja gestern in den Zellen. Und ja. Angeblich hat er sich bei ihr gemeldet wegen Essen und Trinken, hat er nicht bekommen, dann ist er umgekippt. Jetzt steht unterlassene Hilfeleistung im Raum. Warum hat er das nicht bekommen? Weiß ich nicht. Sie sagt, hat er bekommen. Sie hat zwei Zeugen, hat sie gesagt. Ich glaube, es geht darum. Aber die Situation habe ich nicht mitbekommen. Das war gestern Nacht, da war ich schon am Feierabend. Okay. Ich muss mal ganz kurz zu einem Store fahren, mir was zu essen und trinken holen. Na, das ist gut. Und wie ist sonst die Stimmung hier so? Nicht so gut, glaube ich. Also warum? Mir gegenüber, glaube ich, nicht gut. Reden wir gleich. Ich habe interessante... Haben Sie auch was zu trinken? Ich habe Ihnen nichts gegeben, aber interessant, Sir. Haben Sie gerade was vom Boden aufgehoben? Das können Sie doch nicht essen. Nee, ich hatte in meiner Jackentasche, in meinem Sakko noch einen kleinen einen kleinen so. Burger. So, wissen Sie diese... Dankeschön. Wurde der Burger gerade einfach nicht angezeigt? Oh, Mann. Haben Sie zufälligerweise Mails gelesen? Ich habe alle meine Mails gelesen, ja. Dann sollten wir über die eine Mail vielleicht dringend reden. Ja, lassen Sie mich im Dienst gehen, weil ich arbeite umsonst und ich muss noch 10.000 Euro Dollar überweisen. Das mache ich mal eben. Alles Punkt durchgegeben werden. Ich habe da gar Strafe ist Strafe, Leute. Wenn man selbst selten schöne Menschen sieht, dann hat man natürlich da einen Gestalt. So, dann kommen Sie. Gehen wir schon mal hoch. Ja. Was nicht? Versuch seriös. Und haben Sie den Herrn Carsten mal wieder gesehen? Ja, da war ich im Dienst. Ach ja. Ganz so Streife gefahren, Southside. Ah ja. Schon wieder am Feierabend? Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Glaube nicht. Soweit ich weiß. Müsste noch da sein. Also. Ich habe ich bin etwas müde. Ich habe so eben die 10.000 Dollar Strafe, die ich mir selber aufgebrummt habe, aufs Konto des LSPDs eingezahlt. Und jetzt haben sie noch was? 5. Das ist traurig, Chief. Ja. Muss ja auch für seine Dummheit gerade stehen, ne? Ja, das stimmt. Boah. Ich komme sofort. Oder wollen Alles Sie klar. da wollen zugucken? Kommt drauf an. Ich komme gleich ins Büro, ich ja? Ich gehe schon mal, ja. Ich gehe schon mal rüber.
Übertreibt es in vielen Belangen. Warum? Ich verfolge das nicht so. Was macht denn der? Ich sage, warte mal eben. Oh, back das Hemd. Ach ja, ich bin so müde. Boah. Alter. 8,5 Stunden. Warum backt denn das Hemd? Habe ich hier nichts drunter. Klar, Alter. Wo ist denn das richtige Hemd? Warte mal, schwarzes Anzughemd? Ne, hä? LSPD-Hemd. Was ist das? Ach, toll. Aber wo ist denn mein Hemd? Was ist Anzughemd? Hä? Strange. Hm. Seltsam, seltsam. Da ist es doch. Falscher Raum. Ah, ich bin aber müde. So, also ich habe dir diese E-Mail gelesen mit Herrn Muscara. Mhm. Ich muss das jetzt so verstehen. Herr Muscara hat eine... Sir? Ja. Wieso haben Sie Ihr Hemd ausgezogen? Weil ich ein weißes Hemd mit einer Weste drunter angezogen habe. Ja, gut. Warten Sie mal. Ah! Hä? So ist besser. Machen ist der Krank so. Besser? Mhm. Okay. Jetzt, ja. Wählen Sie sich mal ja nichts ein, hier, Frau Collins. Ja, ich dachte, Sie machen mir jetzt ein unverschämtes Angebot. Sir. Ah, okay. Also, wo war ich stehen geblieben? Herr Muscara hat also jemanden ein Angebot gemacht, dass jemand, der illegal eingereist ist, 4 Wochen Zeit hat, sich zu melden, richtig? Genau, sich selbst anzuzeigen. Das ist allerdings, wie gesagt, die Behauptung von Frau Hope. Und das Problem ist halt eher, was alle mehr so gestört hat, dass seine Freundin, ich weiß nicht, ob er aktuell immer noch mit ihr liiert ist. Ja, bei Frau Collins sieht Walter jetzt normal aus. Die alle kennt. Okay. Und was ist das? Ich habe aber was ich nicht verstanden habe, die Freundin von Herrn Muscara, was ist mit ihr? Das ist eine Frau Ivy, die war damals selbst eine illegale Einreisende. Und die droppt jetzt die Infos. Eine Frau Ivy ist illegal eingereist und ist jetzt damals, mit Herrn Muscara zusammen. Damals war sie eine illegale Einreisende und die ist jetzt anscheinend mit Muscara zusammen. Oh. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es aktuell ist. Auf jeden Fall. Verbreitet die halt jetzt die ganze Zeit diese Gerüchte, dass die Frau Hope eine Verräterin ist und dass sie das. Warum sollte die eine Verräterin sein? Weil sie sagt, dass sie illegale Leute halt verrät, ne, aufdeckt und dass sie bei den Angels of Death unter der Hand hilft als Sanitäterin. Und tut sie das? Sie sagt nein. Und woher wissen wir das? Das wissen wir nicht, aber ihre Chefinnen sind alle überzeugt davon. Okay. Also Frau Hope fühlt sich einfach bedroht und hat Angst, eine Anzeige zu stellen, weil sie vermutet, dass sowieso alles an sie zugetragen wird, an die Frau Garcia, durch Herrn Muscara. Das wird Herr Muscara aber nicht machen, weil er ist viel zu professionell dafür. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Nee. Aber meine Frage ist jetzt, haben Sie eigentlich eine Telefonnummer von Ihnen, einem der Schwachköpfe von Weasel News? Ich glaube nicht, nee. Haben Sie den neuesten Artikel von den Idioten gelesen? Nein. Wie idiotisch ist der? Sehr. Los Santos brennt? Ja. Die Bevölkerung bewaffnet sich. So, Frau Morell. Achso, Sie müssen noch den Rang haben im PD-System, ne? Und Herr kennt ja, auch. Ich mach das mal. Ja, freigeschaltet.
So. Also, habe ich erledigt. Das Ding ist nur, wenn Sie Mitarbeiter aus dem System entfernen oder neu einfügen wollen, sprechen Sie es lieber vorher mit mir ab. Ja. Weil da gibt es so ein paar Tücken leider noch. Und Sie können jetzt auch alle Bewerbungen durchlesen, ne? Da ist ein Punkt. Das ist gut. Können sich alles durchlesen, was die Leute da für Anfragen schicken, auch Beschwerden. Also die neuesten finden Sie immer auf der letzten Seite. Okay, alles klar, perfekt. Ne? Nochmal kurz wegen dieser Frau Hope-Sache. Der Anwalt würde da auch gerne mit Ihnen sprechen wollen, weil er jetzt nicht weiß, ob er. Aber ich verstehe jetzt den Kontext nicht. Was ist denn an der Geschichte so besonders? Warten Sie mal. Herr Gamble? Ja, Chief. Und zwar geht es darum. In der Forensik liegen wohl zwei Messer zur Untersuchung schon seit über einer Woche, wenn nicht sogar noch länger. Und diese Messer müssen wir wieder rausgeben. Ja. Der Herr Kent ist da involviert. Der Einzige, der da im Grunde genommen aber die Möglichkeit hat, sind Sie, Sir. In der Forensik? Forensik/Asservatenkammer. Ich gehe gleich mal gucken, ja? Ja, danke. Jo, gerne. Bis dann, ja. Es geht darum, dass hier Vereitelung, eine Straftat vorgeworfen wird und die Weitergabe von Internas. Und das finden die nicht so cool. Ja, aber es gibt eine Aussage gegen die Aussage, korrekt? Na, Herr Mosquera weiß auch noch nichts davon. Und genau, und Herr Mosquera wird möglicherweise, ja, aber also gibt es jemanden, der hier gesagt hat, dass Herr Mosquera Informationen aus dem LSPD weitergibt? Naja, woher weiß die Dame das? Darum geht's. Woher weiß die Freundin von Mosquera diese ganzen Sachen? Ach, jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Verstehen Sie? Diese Frau verbreitet diese ganzen Sachen über Frau Hope, aber die Frau Hope hat diese illegale Sache beispielsweise nur Herrn Mosquera erzählt. Sand, okay. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich traue das dem Herrn Mosquera nicht zu, um Gottes Willen. Aber woher hat diese Frau das? Man könnte halt meinen, der Kontext besteht ja, sie war ja selber illegale Einreisende, vielleicht hat die noch Kontakte und hat das dadurch erfahren. Man weiß es nicht. Kera klingelt nur Telefon. Haben wir irgendwas herausbekommen über den möglichen Anschlag? Ist da irgendwas nochmal aufgetaucht? Ja, es ist gestern was passiert. Frau Dr. Eis wurde angefahren von einem Auto. Ah. Mit Fahrerflucht. Sie konnte leider das Auto nicht erkennen. Fahrzeug ungefähr auch nicht. Ah, Mist. Konnte man überhaupt nichts erkennen. Mhm. Aber war schon seltsam. Sie wurde einfach angefahren am helllichten Tag beim Ponsenbies. Schwierig. Okay, das ist sehr seltsam. Aber wir halten aktuell Ausschau nach dem schwarzen Chevrolet, weil, ich meine, wenn ein Mensch angefahren wird, wird da bestimmt die ein oder andere Delle sein. Absolut. Kollegen sind dran. Also im Grunde, ja, Sie haben mich ja per E-Mail schon gebrieft. Ich werde Ihnen jeden Tag so ein Mailchen schreiben. Ja, das ist gut. Haben Sie sich auch mal Gedanken gemacht über die Administration? Ich habe auch mit Kent drüber gesprochen. Ja. Er ist da tatsächlich auch meiner Meinung. Aktuell haben wir wirklich das Problem, Sir. Ich weiß, Sie wollen diese Kontrolle nicht. Und ich habe Ihnen das ja auch erläutert. Ich würde es auf das Minimale reduzieren, aber komplett ohne. Aber haben Sie gesehen, was Herr Steiger da für ein Monster versucht zu erschaffen? Ja, sage ich ja. Das auf keinen Fall. Muss deutlich ruhiger werden. Und da sind teilweise so viel Mist drin, was Herr Steiger da reingehauen hat, dass man Sachen raushauen soll, was bei Leuten, die zu schnell fahren sind, muss man Akten anlegen und so weiter. Das kostet uns alles viel zu viel Arbeit. Ja, das kam aber auch teils von der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft möchte auch, dass wir die Aussagen inzwischen zitieren. Oh Gott. Und den Auszusagenden immer vorlesen und bestätigen lassen und dann in die Akte packen. Da habe ich keinen Bock drauf. Nein. Das ist zu. Aber da müssen Sie ran, Sir. Wenn ja. Die Staatsanwaltschaft bringt das vor, das ist das Problem. Ja, ich kümmere mich drum. Aber Sie werden lachen, ich hatte vor gestern oder so ein Telefonat sogar mit jemandem darüber, dass ich gesagt habe, dass das LSPD seine Akten minimalisiert und nicht mehr noch größer und aufplustert als ohnehin. Vor allem, das kostet uns so viel Zeit, wenn wir permanent mit dieser Scheiße rumlaufen müssen, dass wir Sachen wie zum Beispiel Leute, die zu schnell fahren und so weiter. Ja, Obis, es ist ja, so unnötig. So viel. Okay. Aber ich würde es halt, wie gesagt, wie in meiner E-Mail geschrieben, überlegen Sie sich das bitte. Das war, glaube ich, Zeit. Katastrophe. Bis Freitag gebe ich Ihnen Zeit, Sir. Dann bin ich ja beruhigt. Perfekt. Sonst noch irgendwas, Frau Collins? Wer ist denn nicht nett zu Ihnen? Ja, also Herr Weskelain hat wohl so ein bisschen im Kollegium verbreitet, dass er das kacke findet, weil ich mir ein bisschen machtgeil bin.
Er hat mir das aber jetzt auch ins Gesicht gesagt. Aber so what? Was also, hat er denn genau gesagt? Wollen Sie es hören? Passen Sie auf. Haben Sie sich das aufgeschrieben oder was? Nee, das hat er mir geschrieben in einem L-Langtext. Da regt sich jemand über meinen Rang auf. Meine Herren. Ja, dann schicken Sie mal. Lesen Sie mal vor, meine ich. Passen Sie auf. Also ich bin falsch, intrigant und machtgeil. Tatsächlich, hat er das geschrieben. Das steht in der SMS. Ja, ja, du bist der verlogenste Mensch, den ich kenne. Und du bist jemand, der für Macht selbst seine eigenen Worte und seine Moral über Bord wirft. Aber, ja, reicht schon, also, brauchen Sie gar nicht weiterlesen. Mir ist es relativ. Also, ich muss ja nicht jeder mögen, ne? Vor allem nicht in der Position. Da stehe ich drüber, aber ich fand es halt nicht schön, dass es so angesprochen wird, weil mich hat ein Kollege schon angesprochen, dass er das lautstark auch bei anderen geäußert hat. Okay. Das ist nicht so schön. Wenn der in den Dienst kommt, suspendieren Sie den in meinem Namen. Für wie lange, Sir? Bis ich wieder da bin. Okay. Freitag oder morgen. Aber vielleicht schaffe ich es ja morgen, ihn zu sehen. Für sowas hat kein Mensch Zeit. Was ist das ja, denn immer? Also, ne, er kann mich, ne, ich habe da überhaupt kein Problem mit, Sir. Sie finden bestimmt auch 100 Leute scheiße. Ich meine, Sie sind der Chief. Viele findet jeder scheiße, aber das wird keiner sagen. Aber dieses Hinterhältige, das wollten wir abschaffen und das fängt direkt wieder an. Das ist so zum Kotzen. Einfach mal ein bisschen die Eier haben, ne? Absolut. Holen wir hier den Tampon. Ah, das ist unangenehm mit dem Kind. Keiner holt an sein Telefon. Wir hatten gestern übrigens wieder Streifenprobleme, Sir. Ist wichtig, Herr Hill? Ja? Oh. Ja, Herr Weiß und ich. Herr Weiß, können Sie Streife fahren? Mit Herr Hill und mir? Wir haben nur eine Streife draußen. Oh Gott, ja. Ja, wir kommen runter. Ja, bis gleich. Das gleiche Problem hatten wir gestern auch. Ist kein Schwein da. Ja, dann suchen wir bald neue Leute. Achso, es kann sein, dass morgen Bewerber kommen. Herr Johnson sollte ja die Gespräche führen, ne? Weiß Herr Johnson darüber Bescheid? Nee, aber wenn Bewerber kommen, können Sie das auch mit Herrn Kent machen. Ach du Heilige, wie viel Uhr? 20 Uhr kommen die. Aber vielleicht bin ich ja da. Mal schauen. Okay. 40 Leute waren da. Ja, bei der Besprechung. Ja. Hätten die gewusst, dass sie heute da sind, wären sie auch da. Gewöhnen Sie sich an sowas. Das ist aber absolut unangenehm. Ich weiß. Wir müssen den Leuten teilweise bei Notrufen, ne, ins Gesicht lügen und sagen, wir können gerade nicht, weil anderweitig unterwegs. Dabei haben wir einfach keine Streifen. Das fuckt mich so ab. Warum bewerben die Leute sich überhaupt beim LSPD? Ja, klar. Auch Telefon. Herr Muskera. Herr Muskera? Chef, hallo? Ich habe ihn angerufen. Genau. Oder? Wo sind Sie? Unten in Vespucci am Hafen. Okay. Ich hatte eine Frage. Wie heißt Ihre Lebensgefährtin? Neila Cataleya Cashier. Warum? Okay. Haben Sie der irgendwann mal was aus Ihrem Alltag, im Berufsalltag weitergegeben? Irgendwas? Eine kleine Geschichte? Irgendwas Minimalistisches? Schön, dass ich viel zu tun habe und viel arbeiten muss. Haben Sie auch... Deswegen wenig Zeit für Sie habe. Haben Sie auch Inhalte erwähnt? Ja, natürlich nicht. Okay. Es gibt aktuell einen Fall, wo man meinen könnte, dass Ihre Freundin interne Informationen bekommen hat und diese weitergibt. Oder dass sie versucht, dass eine Frau Hope, sagt Ihnen der Name was? Shay. Versucht, etwas aufzubauen gegenüber ihrer Person, weil ich glaube nicht, dass sie irgendwas weitergegeben haben. Hey, ich telefoniere einen Moment. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass... Soll ich Ihnen kurz was sagen, was vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel für Sie bringt? Ja, bitte. Frau Hope war eine sehr gute Freundin von mir und sie wollte ein bisschen mehr, bis ich ihr klargemacht habe, dass es nicht funktionieren wird. Okay. Und kurz darauf bin ich mit der Frau Garcia zusammengekommen und ich habe schon ein bisschen was davon gehört, Herr Weiß, weil man die Spatzen pfeifen von den Deckern, ich telefoniere. Sagt man doch, glaube ich. Entschuldigung. Und
Wie gesagt, ich wusste schon, dass da vielleicht was irgendwas kommen wird, aber ich weiß nicht, was die Frau Hope hier versucht abzuziehen. Ich brauche bitte mal einen Chiefrat. Aber das weiß ich nicht. Darf man nicht alles so erst nehmen, wie die das sagt, ganz ehrlich. Also ich hab ihr Wort, dass sie nie was weitergegeben haben. Hundertprozentig nicht, das würde ich niemals tun. Ich vertraue Ihnen auch, Herr Mosquera, ja? Auch auf die Frage, ob er einen alles klar, will, mehr wollte ich gar nicht, ne? Das haben wir so als Nein dokumentiert. Und jetzt möchte mir der Herr Henker weismachen, dass er ja ein Schriftstück dabei hätte, der ja dann sagt, würde, dass Herr Price immer einen Anwalt haben kann, obwohl er gestern zur gleichen Zeit ungefähr auch sein Recht auf den Anwalt nicht in Gebrauch genommen hat. Weiter so. Und ich durfte mir jetzt übrigens nochmal eine Drohung anhören, Gott sei Dank jetzt in Beisein von dem Herrn Recker, neben der Morddrohung, die ich heute schon von dem Herrn Price bekommen habe. Gerade nochmal eine von Herrn Henker. Mit Frau Engel, wir haben sie mittlerweile sehr stark im Auge. Kommen Sie mal mit. Ich will Stöhne umgehen, aber wir sind eine 10-10 gerade, Herr Weiß und Frau Collins. Wir wurden angefordert. Nehmen Sie den Herrn Recker doch eben bitte mit. Herr Recker, kommen Sie mit. Okay. So. Frag den Staatsanwalt, ob das legitim ist. Ja. Wir werden sie ihn geschrieben. Herbert. Herbert, warten Sie. Okay, ich habe es gefunden. Shepard. Was ist denn das für ein Auto? Ein Dilettante. Mit Nummernschild ist, glaube ich, GL5EC. Okay. Ja, bitte. Sind Sie können schon wir los? Kurz zur Tür gehen? Alles gut. Ja, ich komme mit. Habe ich mindestens einen Nebel. Herr Knussmann! Erwin! Hallo Walter Weiß. Ja, PD84 Wilson Apparat. Herr Weiß, ich will Sie nicht lange stören. Ich habe nur gehört, dass Sie eventuell fürs PD noch einen Mechaniker suchen. Ist das richtig? Wo haben Sie die Informationen her? Es hieß letztens in der Streife, dass eventuell einer gesucht wird. Okay, und? Ich hätte da eventuell jemanden, einen sehr zuverlässigen Menschen. Wen? Das ist der, jetzt muss ich ganz kurz nochmal meinen Zettel, Herr Walter Watz heißt der. Watz? Walter Watz? Ja, ich weiß, der Name klingt jetzt nicht sehr professionell, aber das ist ein sehr engagierter Herr, ja. Dem ich das auch zutrauen würde. Okay. Dann laden Sie den bitte für Freitag um 21 Uhr ins LSPD, ja? Freitag 21 Uhr, habe ich so verstanden, Sir. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Ja, jetzt gab es schon eine neue 10-10 und hier scheint nichts mehr zu sein. Wo ist die neue 10-10? Ja, da vor uns. Jetzt sind schon zwei Streifen. Eben war es, hatten wir nur eine draußen und es war 10-10. Sieht entspannt aus erstmal. Ja. Gut. Sollen wir dann normalen Streifendienst erstmal machen? Oder wollen Sie zurück? Okay, hallo. Hallo, wir machen mal die Scheibe runter, dann kann ich auch mit Ihnen reden. Reden Sie. Hallo, und zwar soll da drüben auf meiner 9 Uhr, ja, an dieser Parkbank, die Personengruppe wird kontrolliert, da muss einer eine Taschenlampe haben wahrscheinlich, der hat gerade eben jemanden die Taschenlampe über den Kopf gezogen. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, die Streife 3, wir nehmen die Aussage vom Opfer auf. Welche Parkbank? Rechts von uns, rechts genau, von uns. Genau, unter anderem der jetzt wegfährt, jemand? Genau, den einfach mal zuparken, ihr übernehmt die Kontrollmaßnahme, ja? Ich mach das mal. Herr Jafar! Ja? Steigen Sie mal aus! Oh, Hilfe! Einen wunderschönen guten Tag, wie geht's Ihnen? Ja, wie geht's Ihnen? Blendinnen und Ihnen? Wunderbar, hören Sie, wollen Sie mir einen Gefallen tun? Ja, was denn? Wer von den Kollegen hier hat eine Taschenlampe und hat damit gerade jemand einen auf die Rübe gegeben? Ah, das weiß ich nicht. Gerade wissen Sie, kommen Sie. Nee, weiß ich echt nicht. Also, dann gucke ich mal in Ihrer knappen Shorts, ob Sie da vielleicht was versteckt haben, oder? Ja, ich habe ein Eis dabei und ein Taschenlampe. Sie haben eine Taschenlampe dabei? Ja, ja, aber ich war jetzt bis gerade arbeiten. Ich bin jetzt gerade hier gekommen, um mein Geld einzahlen da vorne für mein Schiff. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen das Ausschlussverfahren. Wir werden jetzt jeden durchsuchen, der dort steht, um zu gucken, wer alles eine Taschenlampe dabei hat. Und wenn Sie der Letzte sind, der übrig ist, kann man ja zurückführen, wer die Taschenlampe hatte und jemanden damit über die Birne eingezogen hat, oder? Genau, so mache ich das auch immer. Ja. Oder wie läuft das?
Ich bin gerade erst hier vor 5 Minuten gekommen. Sehr schön. Das sieht ja schon sehr galant aus. So, ja, vielleicht dann sind Sie ja unschuldig, ja? Dann nehmen Sie mal Platz in Ihrem Fahrzeug. Ja, danke. Mit dem blauen Hahn, der gerade verarztet wurde. Der kam zu uns an, wir standen hier in der Gruppe und kam an und hat erzählt, jo Jungs, was geht? Kennt jemand, der mir eine Knarre verkaufen kann? Haben wir gefragt, warum, was los, was willst du mit einer Knarre? Er meinte, naja, der will sich diesen Jafar, den Taxifahrer, vorknüpfen, weil der ihn absolut verarscht und abgezogen hat. Wegen Nagel. Weil er ihm angeblich für 8 Sekunden Fahrt 8 Dollar abgeknüpft hat. Okay. Dann war der zu uns generell sehr beleidigend, sehr, ich nenne es einfach mal disrespectend. Der Jafar oder der Blauhaarige? Der Blauhaarige. Hat uns beim Weggehen beleidigt, Stinkefinger gezeigt und alles. Da hat's mir. Machen Sie mal das Fenster runter. Hier. Hören Sie. 8 Dollar für eine Taxifahrt? Für 8 Sekunden? Ja, selbstverständlich. Ich fahre los, wenn ihr sagt, ihr wollt dein. Bring ich hin, kostet auch Nullen. Ich muss auch vor was leben. Ich verdiene schon scheißen Drecken. Ja, ich meine, klar, in einem Auto sieht man das auch, dass es bei Ihnen im Leben richtig schlecht läuft. Da waren es vor allem wohl in scheißen Sparen. Eine Frage. Ja. Was machen Sie, wenn ich weiß, dass jemand Sie umbringen möchte? Da weiß ich auch. Und wer möchte Sie umbringen? So ein Typ mit blauen Haaren, den habe ich gerade hier um Eck hin ins Haus, direkt hier diesen Kiosk da gebracht. Ja. Und er hat gesagt, er bezahlt nicht, habe ich dir noch eine Rundfahrt gegeben, extra Runde, bis er hat bezahlt. Und was haben Sie dann gemacht, dass er bezahlt? Nichts, ich habe gesagt, bezahlen Sie oder ich bringe Sie zum PD, weil Sie nicht bezahlen. Genauso habe ich gesagt. Okay. Und ich bin schon Richtung PD gefahren. Und dann hat er bezahlt, habe ich die wieder zur Kiosk gefahren. Okay, einfach hier sitzen bleiben, ja? Ja, und ich kann ja nirgendwo hin. So, wo ist... Wegen der Körperverletzung. Und? Nein. Haben wir eine gefunden? Nee, also bis jetzt nichts. Ich weiß, wer eine hat. Wer denn? Jafar? Mhm. Aber Jafar ist erst später dazugekommen. Weiß, ich sag's ja nur. Ja. Namend. Hast du alle durch? Ich habe soweit alle jetzt durch. Okay. Nichts gefunden, nichts gesehen. Nee. Ja, natürlich. Willst du mich umbringen, ja? Wissen Sie, was mich letztens zutiefst enttäuscht hat, Frau Collins? Ist das? Ja. Wer ist wer? Der Herr mit dem blauen Haaren. So aggro daher, was soll denn das? Der hat wahrscheinlich auch einen Schatten. Wer heißt der Schackmann? Ich verstehe. Ja, ja. Dann würde ich ihm. Jafar, ist das der da gerade steht mit dem blauen Haaren? Ja, der war gerade ein in Taisi mit blauen Haaren, den ich vorwollte. Ist das der? Ja, müssten wohl. Ja, ist das oder nicht? Weil da können wir ganz schnell raustesten, wenn ich kurz da hingehe. Und der auslassen, dann ist er das. Kommen Sie mal mit. Laufen Sie mal einfach unauffällig dran vorbei. Unauffällig. Entschuldigung, darf ich mal hier durch? Ja, natürlich. Okay. Sehr frech. Ja. Und dann haben die gefragt, ob ich eine Wumme hab. Wusste ich erst nicht, was sie meinen. Welche Leute denn? Die. Oh, da war, glaube ich, einer mit einer weißen Hose, der hatte auch die Taschenlampe oder was das war. Okay. Und die standen also halt zu fünft am Auto. Gefragt? Was haben sie sie gefragt? Ob ich eine Wumme hätte und wer ich bin, dass ich sowas fragen dürfte. Boah, ich sehe mal, und dass ich entspannt wäre, meinten die. Ja, und dann ging das auch schon ziemlich schnell. Da habe ich mich halt ein bisschen... Hat er richtig gehört? Der hat gesagt, ich hätte gesagt, Spasten? Ist der das jetzt oder nicht? Ja, hat der was zu ihm gesagt? Ja, ist der das jetzt oder nicht? Ich gefahren bin, oder? Ich habe auch leider keinerlei Gegenstände, um mich zu wehren. Entschuldigung? Das heißt leider, handgreiflich zu werden. Können Sie mal ganz kurz bitte mit auf die Seite kommen? Ganz kurz? Wer genau denn? Achso. Können Sie mir einmal Ihren Ausweis zeigen, Sir? Ja klar, sehr gerne.
Bitteschön. Check. La Leda. Okay, bitteschön. Dankeschön. Na, wie läuft's? Läuft. Ja? Ja, ja. Du mieser Wichser. Wichser? Weißt du, Jeremiah, man geht als Freund durch dick und dünn. Und das Erste, was du machst, ist mich aus deiner Freundschaftsliste bei Venture entfernen. Du hast mich verletzt. Und zwar richtig. So oder so. Und das Erste, was du da machst, ist mich dort entfernen. So essentiell ist das für dich in deinem Leben? Dieses Internet? Nee, hast du den Bezug zur Realität verloren? Du kannst auch einfach mit mir reden. Da hätte ich doch was gepostet, wenn mir das so wichtig wäre. Na, was denn? Hm? Vielleicht postest du nichts, weil dir dein Job wichtig ist. Oder bist du jemand, der solche Bilder da hochlädt, wo so ein Motivationsspruch draufsteht? Sei ja, einmal am Tag wie eine Blume, am nächsten Tag kann es schon verweht sein oder sowas? Ja, ja, und sei immer du selbst und achte nicht darauf, was die anderen machen. Du bist trotzdem schön, auch wenn du total dick bist. Mach ich nicht. Und ich mache auch keine Sonnenuntergangsbilder. Ich mache eigentlich gar nichts. Hm. Also, okay. Ich muss hören. Hört sie, komm. Verstanden, Streife zu Ende. Also ist das jetzt praktisch der Beweis, dass unsere Freundschaft dir nichts mehr wert ist, ja? Dass du einfach deinen besten Freund aus deinem Leben gestrichen hast. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dein bester Freund war, ganz ehrlich. Warum? War ich das? Eigentlich schon. Bis du mit einem Teufel zusammengekommen bist. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Jeremiah, eines Tages, ne? Ich hab überhaupt nichts... Eines Tages wirst du in deiner Weinwood-Villa sitzen... Mit Lord Morell neben dir und du wirst sagen, Gott verdammt, was habe ich getan? Weißt du, Frau Morell war für dich vielleicht ein Problem, dass ich mit dir zusammen war, aber für mich hat sich doch gar nichts geändert, was dich anging. Gar nichts. Für mich war das auch nie ein Problem. Aber Entschuldigung, Lord ist eigentlich falsch. Ich hätte sie eher Staubsauger nennen sollen. Staubsauger Morell 4000 ist das Modell. Sollst du mal was? Nee. Ich wünsche euch viel Glück. Ich hoffe, Dankeschön. Dass ihr ganz viele Kinder haben werdet und dass ihr beide in der Hölle schmort. Du natürlich nicht. Ja, ja. Oh, stimmt ja, Mann. Ich will nicht ins Knast, Mann. Das wird scheiße langweilig da, Mann. Das ist langweilig, ja, das stimmt. Ja, scheiße, Mann. Besonders, wenn man da lange rein muss, Mann. Ja. Wer sind Sie überhaupt, Mann? Ich bin Immobilienmakler, guten Tag. Mein Name ist Vincent Smith. Ja, scheiße, ich kann mir kein Haus leisten, Mann. Okay, schade. Sie vielleicht, Sir? Was haben Sie denn im Portfolio? Aktuell verkaufe ich eine Villa in Vinewood für 49 Millionen. Dort hat scheiße, ein was, Mann? 49 Millionen Dollar. Hat die zumindest einen Pool? Die hat einen Pool, zwei sogar. Können Sie mir 10.000 abgeben, Mann? Ja, ich werde so gut bei der Polizei bezahlt, die würde ich nehmen. Ja, scheiße, was, Mann? Millionen? Ja. Also wir können natürlich scheiße, auch ein bisschen über den Preis verhandeln, Sir. Wie ist Ihr Name, wenn ich fragen darf? Hill, PD02. Okay, ich gebe Ihnen mal meine Karte und meine Telefonnummer, das klingt interessant. Ja, das, hey. Die Nummer ist 927155. Können Sie sich das merken? Kannst mir kurz notieren. Scheiße, man könnte jetzt 10.000 beim Kauf drauflegen, Mann, und mir geben, Mann. 9271 99. 99, gut. Ja. Interessant. Okay. Und Sie? Suchen Sie eine Bleibe, Sir? Ich habe auch günstige Immobilien, Mann. Aktuell. Was ist denn bei Ihnen günstig, Mann? Von 2.000 aufwärts. Ja, scheiße, Mann, kann ich mir nicht leisten, Mann. Ich mal das. Was machen Sie denn beruflich? Wie haben die das genannt, Mann? Ich habe meine eigene Firma, Mann. Genau, Mann. Oh, und was machen Sie da? Gar nichts, Mann. Oh. Ich bin arbeitslos, Mann. Also Sie haben eine eigene Firma, in der Sie arbeitslos sind? Ich sag, dass ich eine eigene Firma habe, Mann, damit ich nicht sagen muss, ich bin arbeitslos, Mann. Also Sie sind arbeitslos? Ja, Mann. Warum machen Sie nichts aus Ihrem Leben, Sir? Ja, scheiße, Mann, weil mir dafür gewisse Mittel fehlen, Mann. Welche? Es ist sowas, was hier jeder Mensch haben muss, Mann. Was ist das denn? Ich glaube, das wissen Sie, Mann. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, irgend sowas. Sie wissen, Mann, so ein scheiß Ausweis, Mann. Das meine ich, Mann. Ein Ausweis? Ja, Mann. Ach, Sie haben keinen Ausweis? Noch nicht, Mann. Wo ist denn Ihr Ausweis?
Der wurde mir geklaut, Mann. Der Ausweis wurde ihn geklaut. Wer hat denn die Ausweis geklaut? Er klaut den Ausweis. Ich war besoffen, Mann, und dann bin ich nur aufgewacht, als ich irgendwo in der Ecke lag und meine Nase geblutet hat, Mann. Ah. Ja, Mann. Wie war nochmal Ihr Name, Sir? Herr Hill, richtig? Ja, Hill, bitte. Scheiße, nein, ich bin Max, Mann. Ist das nicht dann ein Straftat, wenn man ohne Ausweis unterwegs ist? Scheiße, was soll denn das jetzt, Mann? Wäre eine Straftat und, korrekt. Ja, Mann. Wäre einer, Mann. Aber Sie haben ja Gott sei Dank einen Ausweis, korrekt? Ja, bestimmt ist er irgendwo unterwegs, Mann. Die Frage ist nur, wo der ist, Mann. Was haben Sie denn, was ist denn genau passiert? Also man hat Ihnen den Ausweis gestohlen. Ahnung, Mann. Ich war ganz schön besoffen an dem Abend, Mann. Wie lange ist das her? Keine Ahnung, Mann. Hm. 3 Tage oder sowas, Mann. Vielleicht bei der Polizei gemeldet, ich meine. Ja, natürlich, Mann. Gleich am Abend noch. Der Mann ist mir bekannt, das ist korrekt. Ja, ah, genau. Okay. Gut. Waren Sie denn heute schon bei uns? Melden? Ja, Mann. In ihrem PD da, da schreien die alle voll rum, Mann. Was schreien die denn? Scheiße, keine Ahnung, warum die alle rumschreien, Mann. Psst. Ah. Wie heißen Sie denn? Ja, immer noch Max, Mann. Max, Mann? Ja, Mann. Nein, einfach nur Max, Mann. Jafar? Ja, ich dachte, ich pst sie mal an. Was? Ja, ich bin mir sicher, das ist der mit blauen Haaren. Okay. Definitiv sicher. Der will sogar ein Knarren. Der will ein Waffenkorb. Piff, paff. Und mich mal eins kaputt. Ah. Na gut. Ja, mach ich jetzt dicken Anzeigen. Ja, auf jeden Fall. Mord und Drohung. Wie können Sie beim Herrn... Wie heißt der Kollege nochmal? Entschuldigung, ja, Sir, wie war nochmal Ihr Name? Wissen. Das ist PD-19. Der nimmt gerne Ihre Anzeige auf, ja? Ja, wird gemacht, PD-18. Ja, bitte? Hallo, Chief. Gerne, hallo. Ja, hallo. Das sehe ich an meinem Telefon. Haben Sie rein zufällig mich vergessen, Chief? Warum? Wegen meiner Anfrage vor einer... In Ihrer E-Mail? Bezüglich... Nee, nicht wegen meiner E-Mail. Nee, so. Ich habe Sie angerufen und Sie gefragt bezüglich der Messer. Ah, ja, wir waren nämlich gerade in einem Gespräch und dann hieß es, wir haben eine 10-10, weil wir so wenig Streifen haben und jetzt stehe ich am Warum rechtfertige ich mich eigentlich? Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg, ich fahre jetzt zum PD. Ja? Alles klar, danke schön, Chief. Bis dann. Danke, ciao. Also, was ging dem voraus? Der wollte nicht bezahlen? So, ja, Hill, können wir dann wieder zurückfahren? Mhm. Können Sie mit $10,000 geben, Mann? Ja. Was machen Sie damit den $10,000? Mir ein ordentliches Leben aufbauen, Mann. Ich muss nur noch auf meine Kollegin warten, Herr. Wie war Ihr Name? Mein Name ist Kovac. Scheiße, eben haben Sie doch noch was anderes gesagt, oder nicht, Mann? Nein. Okay, Mann. Ich bin polnischer Investor. Scheiße, was, Mann? Für Unternehmen. Ist das dasselbe wie der andere Typ, der Häuser verkauft, Mann? Wer verkauft Häuser? Sie, Mann. Ja. Wer sagt das? Ja, haben Sie doch gesagt, Mann. Ja, haben Sie doch auch gehört, oder nicht, Mann? Also ich bin der Meinung, dass der Kovac mir ein Investmentangebot unterbreitet hat. Da sollte ich dann $10,000 investieren und würde in einem Monat 20 zurückbekommen. Das Scheiße, was, Mann? Bei mir kriegen Sie 30 zurück, Mann. Echt? Ja, natürlich, Mann. Okay, dann gebe ich Ihnen jetzt gleich $10,000 und Sie, wie lange? Kriegt nach einer Woche 30.000 von Ihnen? Sagen wir mal 2 Wochen, Mann. 2 Wochen, dann machen Sie $30,000 aus 10. Ja, vielleicht auch 3 Wochen, Mann. Und wie bauen Sie den Profit darauf aus? Wie meinen Sie das, Mann? Wie bauen Sie den Profit denn da, also wie erzeugen Sie den Profit damit? Mann, der Minus. Das ist geil, Mann. Okay, und wie? Wie gesagt, das ist geil, Mann, da darf ich nicht drüber reden, Mann. Das ist geil, Mann? Oder das ist geheim? Geheim, Mann. Nicht geil, Mann. Oh, geheim. Okay. Ja, Mann. Okay, ich gebe Ihnen $3,000, Sir. Ja, Mann. Und ich möchte in 2 Wochen gerne 6 haben. Kriegen Sie das hin? Na klar, Mann. Okay, Moment. Ich darf dann $1,000 behalten, Mann. Aber das ergibt ja keinen Sinn. Ja, dann müssen Sie ja $7,000 daraus machen, um $1,000 plus zu machen. Nee, ich kann auch $7,000 draus machen, Mann. Dann gehören mir 1.000 davon, Mann. Okay, Sie machen $7,000 nach 2 Wochen daraus. Nein, 3 Wochen, Mann. Nee, 2. Scheiße, 3, Mann. 2. Jetzt 2,5, Mann. Was haben wir denn heute für ein Datum? Keine Ahnung, Mann. Der 18.
Heute ist der 18. Okay. Am 30. kriege ich von Ihnen $7,000, wovon ich Ihnen $1,000 Bezahlung gebe. Ja, genau, Mann. Okay. Ja, Mann. Ich guck mal weg, Mann. Oder darf ich einen Pinsel, Mann? Das wäre auch cool, Mann. Nee, drehen Sie sich mal um. Ah, okay, Mann. Hier. Ja, was, Mann? Bitteschön. Ey, scheiße, Mann, das ist zu wenig, Mann. Das ist $1. Ja, Mann. Wissen Sie, was Sie mit dem Dollar machen? Keine Ahnung, Mann. Das auf Ihr Sparbuch einzahlen. Und warten, dass die Zinsen sich daraus bilden, damit sie endlich was aus ihrem verkorksten Leben machen können. Ey, scheiße, Mann, sie könnten auch einfach ein paar Null ranhängen, Mann, dann könnt ihr auch was aus meinem Leben machen. Ich könnte auch einfach meine Faust in ihr Gesicht rammen und ihre Existenz, die sowieso uninteressant ist, beenden, Sir, oder ihnen die Möglichkeit geben, was aus ihrem Leben zu machen. Ey, scheiße, mit einem scheiß Dollar oder was, Mann? Was soll ich denn damit machen, Mann? Verdoppeln Sie den Dollar, dann verdoppeln Sie die $2, dann verdoppeln Sie die $2 auf die $4. Wie geht das, Mann? Lassen Sie sich was einfallen. Haben Sie mal einen Dollar, Mann? Genau so. Ich habe gerade einen bekommen. Nein, Mann. Was kriege ich denn als Gegenleistung für meinen Dollar? Ein Lächeln von mir, Mann. Warum nicht? Das war charmant. Sie kriegen einen Dollar, bitte sehr. Danke, Mann. Sehen Sie, jetzt haben wir schon zwei. Hey, haben Sie mal $2, Mann? Nein. Sehst du aus? Ja, Mann. Der Anzug sieht ganz schön teuer aus, Mann. Ich krieg noch ein Lächeln. Ja. Danke, Mann. Ja, das reicht mir. Ja, wäre ich jetzt auch nicht besser hinbekommen. Also passen Sie auf, ich habe ein Auge auf Sie. Am 30. August buche ich Sie in der ganzen Stadt. Oder Sie melden sich beim LSPD. Da arbeiten eine Bekannte von mir. Und dann sagen Sie, hören Sie, ich habe es geschafft. Das ist aus mir geworden. Und wir haben Ihnen beide jetzt den Denkanreiz dafür gegeben. Muss ich mich doch melden, wenn ich nichts geschafft habe, Mann? Sie müssen sich momentan dort jeden Tag melden. Ja, scheiße, Mann, aber doch nicht so lange, oder was, Mann? Bis Sie Ihren Ausweis haben. Ja, scheiße, Mann. Und was, wenn ich an dem Tag im Knast bin, Mann? Dann komme ich Sie ohnehin besuchen. Okay, Mann. Ich bin Architekt. Ich habe den DJVA in Sandy Shores errichtet, Sir. Geplant. Scheiße, Mann. Wie viele Berufe haben Sie, Mann? Einen. Ja, okay, Mann. Ja, das ist Herr Meier, der ist Architekt. Scheiße, wie heißt der, Mann? Meier. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich muss noch mal zu meinem Arzt, Mann. Warum? Nur so, Mann. Ich glaube, irgendwas stimmt mit mir nicht, Mann. Okay. Haben Sie mal $2, Mann? Der Arzt ist teuer, Mann. Nein, habe ich nicht. Scheiße, Mann. Haben Sie mal $10, Mann? Der Arzt ist ganz schön teuer, Mann. Ich habe Ihnen eben $1 gegeben, das muss reichen. Scheiße, Mann. So, dann zahlen Sie das Geld mal ein und hoffen Sie, dass die Zinsen sich darauf bilden, ja? Scheiße, Mann. Was mache ich, wenn aus meinem Leben nichts geworden ist, Mann? Ich glaube, Sie nehmen das jetzt als Motivation und machen was aus Ihrem Leben. Ja, bestimmt, Mann. Ich zahle das einfach rein, Mann. Gut. Haben Sie noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Ja, einen schönen Abend noch. Gut, dass Sie mitgespielt haben. Das hat Spaß gemacht. Ich kann Ihnen aber gleich erzählen, wer der ist. Ja, wer ist das? Illegaler, der hat komplett ausgepackt, hat uns eine Täterbeschreibung geliefert von dem Tatverdächtigen, die sich mit einer Beschreibung deckt von einem anderen. Also wir kommen da voran. Beides würde der Herr Diablo auf ihn zutreffen. Wir müssen da demnächst eine Gegenüberstellung organisieren und bestenfalls noch einen weiteren Zeugen dafür, weil der erste Zeuge ist sehr unzuverlässig und ich weiß nicht, ob der aussagen will. Interessant. Okay, gut zu wissen. Alles klar. So, sind die Kollegen hier durch? Ich denke, müssen wir mit Frau Kollins. Steht hier noch ein Streifenwagen? Ach, da sind die. Hier ist unser. Ja, aber wem gehört der hier? Und wem gehört, also das ist unser und wem gehört der hier? Unser ist der hier. Unser stand erst mitten auf der Straße. Der gehört Herrn Carsten und ich weiß nicht, mit wem er unterwegs ist. Sparks? Okay. Kommen Sie her, wir fahren zurück zum PD. Wollen Sie die Frau Collins hier stehen lassen? Ja, wo ist sie denn? Da vorne. Ja. Das ist gut. Ein wunderschön. Hallo. So. Maßnahmen abgeschlossen? Jo, fertig. Okay. Ja. Das ist heute ein bisschen mit meinem Gedächtnis. Wie war nochmal Ihr Name, Sir? Oh, Schmidt. Herr Weiß. Herr Schmidt, ist der Vorgang beendet hier? Jawohl, Sir. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fahren wir wieder Streife alle, ja? Ja.
Herr Weiß, die 74, ich möchte noch mit Ihnen sprechen. Wegen irgendwas. Deadline 0 Uhr. Ich hau jetzt aber rein. Deadline 0 Uhr, ja. Okay. Ich brauche noch eine neue Schlüsselkarte. Ich habe immer noch die, ich komme überall rein. Das kann es ja nicht sein, oder? Ja, vielleicht ist das ja auch ein Vertrauensbeweis. Ja, aber ich schleppe sowieso nichts raus. Sagt wer? Ja, ich. Und wie viel kann man darauf geben? 100%. Sagen das die anderen Kollegen nicht auch schon? Ja, aber die sind nicht 20 Jahre Cops, Sir. Es war ein Army, ein ehemaliger Soldat, der uns alle in den Kopf schießen wollte. Ja, der hatte auch ein Kriegstrauma oder was. Ich habe bis jetzt immer einen Krieg gewonnen. Also. Wie war das mit Blackwood? Wuff, wuff? Nee. Ich werde mich drum kümmern, Herr Schmidt. PD 27, war das richtig? Richtig, Herr Müller. Gut. Bitte? Sie wissen nicht den Namen von Ihrem Vorgesetzten oder von Ihrem Chief, Herr Schmidt? Sind Sie der Herr Carsten? Ah, er weiß, ist alles gut, Mann. Hören Sie auf zu lachen. Das hat jetzt gar nicht mit Herrn Kovac zu tun. Was für so, Quatsch? Wir fahren jetzt weiter. Achso, kommen gut. Sie. Ja. Wieder rein. War das Auto etwa offen, Herr Hill? Nein, war es nicht, aber irgendwer hat hier gleichzeitig mit mir rumgefummelt. Ich würde das niemals machen. Hm. Sagen Sie doch bitte an dieses verdammte Auto, ne? Dieser Auspuff immer! Schieße! Nein! Das war der Auspuff, bleiben Sie ruhig. Das Auto ist doch nicht das Neueste. Ich doch nie. Ja, guck dir doch mal den rostigen Pott da hinten an. Siehst du das nicht? Oh Gott, ich sehe schon die Verhandlung kommen. Das ist ein Mord. Schnell weg. Ich habe die Todesbrut in das LSPD geholt. Einmal am Stadtpark. Ja, weiß, brauchen Sie noch eine Weste oder haben Sie eine? Ich habe eine. Danke, Hill, für die Nachfrage. Hab mir schon Sorgen gemacht. Könnten Sie mich dann ins PD verfrachten, Herr Hill? Habe das schon angenommen, ja. Und ich glaube, die 74 will zwei Messer haben. Ich weiß, ich muss jetzt zur Asservatenkammer gehen. Ich habe noch zwei Joints und ja, das müsste auch noch weg. Okay. Achso, ich dachte. Wegrauchen. Ja. Chief. Bitte. Das, was ich Ihnen vorhin über eine Person erzählt habe. Aha. Würden Sie mir das überlassen und die Suspendierung nichtig machen? Nein. Ich würde das gerne selber klären wollen. Ja. Aber die Suspendierung kommt so oder so. Okay. Wollen Sie nach oben oder nach unten? Nach oben. Ich will immer nach oben, Herr Hill. Und das sollte grundsätzlich auch Ihr Erstreben sein. Aber da sind Sie ja schon, von daher. Es geht immer weiter, Herr. Okay. Ja. Oh Gottes Willen, ich höre schon den Funkspruch gleich. Kennen Sie Paintball? Ja, ja. Ich trainiere aktuell dafür. Mhm. Mann, ist das unangenehm, diese Streifenfahrt. Warum? Ganz okay. Oder? Es zeigt mir, dass wir in der Führungsebene die Behindertenquote erfüllt haben. Ich hasse sie. Ach, schön. War nur ein Spaß, das hoffentlich wissen. $10.000. $10.000, dass Sie denken, dass jemand hier geschossen hat. Gucken Sie. Hat sich die Streife jetzt erledigt oder kommen Sie nochmal wieder? Ich muss jetzt erstmal runter zur Asservatenkammer. Ja, bitte? Ja, hallo, Andreas Schulze von der Staatsanwaltschaft. Ja. Folgendes, ich habe hier einen Herrn Jamal Washington stehen. Okay. Den hatte ich damals straffrei entlassen gegen Sozialstunden. Okay. Entschuldigung, ich bin etwas müde, ja. Alles gut, Herr Weiß. Und der sagt, er wäre die letzten Tage hier mit BD aufgeschlagen, hätte sich gemeldet. Und gestern war er wohl bei PD 29 und diese hätte sie dann wohl wieder weggeschickt. Und der Herr Washington, ja? Richtig. Okay, und der hat sich bei der PD 29 gemeldet. Und der wollte dann seine Sozialdienststunden beginnen. Richtig, das sagt er. Ich kümmere mich mal und
Probier mich mal. Aber am besten in nächster Zeit immer an der Leitstelle melden, ja? Also der Herr. Er hat das an der Leitstelle gemacht. Okay. Da wäre die PD 29 gewesen. Okay, ich frag mal rum. Der Ausweis von ihm ist ja auch da. Da müsste sich dann auch drum gekümmert werden. Wie, der ist da? Der ist unten in der, bei den Zellen eingeschossen. Okay, irgendwo. Ich schau mal. Warum ist der Ausweis super. Von ihm dort eingeschossen? Achso, der wurde ihm entwendet oder was? Der wurde ihm entwendet und wurde dann beim Herrn Henker im Fahrzeug gefunden. Warum liegt der Ausweis von dem bei Herrn Henker im Fahrzeug? Das versuche ich jetzt noch herauszufinden. Okay, ich schau mal nach, ja? Okay, danke schön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja. Kann man Ihnen helfen? Na, Bent, ja, wir hätten gerne den Herrn Karsen gesprochen. Es geht hier um eine sehr unangenehme Geschichte bezüglich Verletzung des Datenschutzes. Okay, und wer sind Sie? Ich bin Sauermann. Sauermann? Sauermann, der Rechtsanwalt der Frau Mauser. Und der. Und Herr Karsen hat eine Straftat begangen? Ja, das wollen wir jetzt mit ihm nochmal besprechen. Weil es geht hier unter Verletzung des Datenschutzes und üble Nachrede. Ja, ja. Ich habe Herr Carsten schon... Ja, bitte? Herr Schmidt, hier ist jemand, der Sie anklagen möchte wegen Verletzung des Datenschutzes und üble Nachrede. Ein Herr Sauerland. Sauermann. Mann. Ja, ich komme jetzt für die. Was hast du denn getan? Ja, gar nichts. Bitte mir wohl gleich sagen. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ich versuche nur meinen Job hier zu machen. Mikrofon ist sehr weit weg, was? Bei mir oder was? Dankeschön. Dann können Sie gerne mal in dem Bereich dort Platz nehmen, außer Herr Weiß möchte noch was mit ihm besprechen. War das in der Arbeitszeit von Herrn Carsten? Zumindest in seiner Funktion. Als? Assistant Chief. Oh. Kommen Sie mal kurz hier rüber, bitte. Dann tragen Sie mir das bitte mal vor, weil ich bin ja sein Arbeitgeber und ich möchte nicht, dass unsere Mitarbeiter Informationen in der Stadt rausgeben. Wenn Sie ja, würd ich Ihnen gerne vortragen an sich, aber ich würde erst gerne mit dem Herrn Carsten sprechen, um festzustellen, ob das wirklich sich so ereignet hat, wie uns zugetragen wurde. Also ich möchte jetzt nicht in das gleiche Muster verfallen, wie andere und dann etwas hier äußern, was dem Herrn Carsten möglicherweise zum Nachteil gereicht wird und es stellt sich im Nachgang heraus, dass es sich so gar nicht ereignet hat. Ja. Also bei allem Respekt. Alles klar, das ist Ihre Entscheidung. Okay, der ist auf dem Weg, der kommt gleich. Vielen Dank. Alter, die Nase. Ja, wenn du ein Stück Zucker gibst, dann freut die sich. Also die RP-Figur, ne? Chief, ich folge immer unauffällig, ja? Ja. Beobachten Sie mich? Gut, was möchten Sie? Ich beobachte Sie nicht. Möchten Sie mir hinterlaufen, wenn ich zur Asservatenkammer gehe, weil Sie meinen Arm abpacken möchten, damit Sie meinen Arm oder meine Hand auf die Tür, auf die Schallfläche legen können? So, ich würde mich eher vor einer Kugel schmeißen, als so etwas zu machen, Sir. Okay. Was möchten Sie hier unten? Ich folge Ihnen aufgrund dessen, wegen den zwei Messern, ob Sie da mal nachsehen können. Ich schaue da schon nach. Ich habe einen bisschen Zeitdruck, wissen Sie? Ja. Ich habe jemandem ein Wort gegeben und ich breche ungern Wort. In drei Minuten haben Sie Ihr Messer. Ich komme gleich zu Ihnen. Dankeschön. Wer schreit denn hier? Hören Sie das? Wahrscheinlich unten in den Zellen. Ich weiß es nicht. Schau, der hat ein Megafon. Hören Sie das? Tatsächlich, nein. Gehen Sie mal runter. Ja. Würde ich sagen. Ja.
bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo dieses Lager sein soll. Ich muss das jetzt erstmal finden. Aber so groß ist der Raum ja nicht. Waffenschrank habe ich auch schon überlegt, aber ich glaube, es soll in der Asservatenkammer sein. Hier ist auf jeden Fall die Asservatenkammer. Ah, hier. Brille verschiebt, abschiedet sich. Ja, welches Messer denn, Alter? Klar. Ja, Chief? Hier sind 49 Millionen Messer. Welches brauchen Sie denn? Klappmesser? Ja, genau. Zwei Klappmesser waren es. Zwei. Ist da was dran beschriftet? Ja. Ist da ein Merkmal dran? Kent hat die weitergegeben. Ich weiß nicht, ob er die beschriftet hat. Okay. Ist da irgendwie Blut dran oder sowas? Er wollte es untersuchen auf Blut, beziehungsweise er wollte es in die Forensik geben, um das Ganze zu überprüfen. Das sind aber zwei Messer von Opfern, ja, die ausgesagt haben, dass sie nichts gesehen haben und selbst auch nichts gemacht haben. Okay, ich schau mal. Die liegen jetzt schon seit über einer Woche. Klappmesser waren das, ja? Korrekt. Okay, ich komme gleich hoch. Danke. Gut, die sind nicht beschriftet, ne? Hunde kannst du es ja... Ja, ich hab... Jolly der Dieb. What the fuck? Denn Jolly der Dieb. Eigentlich im Grunde egal, welches Messer du den gibst. Klappmesser ist ja Klappmesser. Da habe ich schon ein Tütchen gepackt. Denn Beweise sind ja immer ein Tütchen. So. Gehe ich gleich nochmal runter, die Joints runterbringen. Ein Traum. KEC Girl, dankeschön für 29 Monate. Dankeschön. 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 Hätten wir heute die 2000 Subs erreicht, hätten wir bald einen 12er wieder gemacht. Alter, wir sind jetzt auch gleich schon wieder bei 10 Stunden. Moment. Ja. So. So, hier. Zwei Tütchen. Mit Messerchen. Super. Ich danke Ihnen vielmals, Chief.
Gerne. Wo ist Frau Collins? Die muss mir noch die Joints geben. Die steht an der Leitstelle, Sir. Er weiß. Ja? Den Fall wegen Hausfriedensbruch, den ich jetzt gerade abarbeite. Ja. Könnten Sie da bitte beikommen? Ich muss mir jetzt den ganzen Scheiß vom Herrn Henker anhören, weil der will den Fall jetzt gerne an die Staatsanwaltschaft weitergeben, weil ich ja zu unfähig wäre. Lassen Sie ihn einfach gehen. Sagen Sie, war ein Missverständnis. Wir haben ja schon längst das erfüllt. Er hat sich ja schon längst erledigt. Hat sich ja schon erfüllt, was wir wollten. Sagen Sie, es war ein Missverständnis. Es tut Ihnen aufrichtig leid im Namen des LSPDs und Herr Dings darf wieder gehen. Okay? Ernsthaft? Ernsthaft? Dafür habe ich den ganzen Scheiß jetzt gerade auf mich genommen, die Bedrohungen und so? Möchten Sie gerne eine Akte schreiben zur Staatsanwaltschaft vor Gericht, eine Aussage machen? Herr Oder weiß, möchten Sie die einfach nur ein bisschen ärgern? Ich wollte gerade mit Ihnen reden. Warum? Da wo sollte ich den abführen? Ja, aber dann sagen Sie, aber wie lange sitzt er jetzt schon unten? 20 Minuten? Nein, 60 von 90. Ja, dann ist doch gut, dann haben Sie doch das, haben Sie noch geärgert, passt doch. Ja, passt ja, doch. Oh, gestern meinte er, bei in den Hungerstreik zu gehen und mir jetzt unterlassene Hilfeleistungen vorzuwerfen. Und kommen Sie mal mit. Dafür warten Sie. Frau Collins, können Sie mir die Joints geben, die zwei? Ich muss sowieso noch mal runter. Die sind in meinem Spind. Ich hol die kurz. Okay, dann kommen Sie zu den Zellen runter, bitte, ja? Alles kommen Sie klar. Mit. Das geht ja gar nicht. So, also, der Preis darf natürlich logischerweise gehen, denn wir möchten natürlich im Namen des LSPDs uns entschuldigen für dieses Missverständnis und diese Unannehmlichkeiten. Tut uns natürlich im gesamten Namen dieser Behörde aufrichtig leid, dass Sie jetzt kurz hier inhaftiert wurden wegen eines Missverständnisses. Ich hoffe, Sie sind, nehmen die Entschuldigung an. Dann würde ich Ihnen gerne die Freiheit schenken und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Ja, ganz herzlichen Dank. Leider ist dabei eher ein Schaden entstanden. Ne? Wenn jemand zu Unrecht in Haft sitzt, entsteht ein Schaden, Herr Weiß. Wissen Sie? Ja. Okay, können Sie dann bitte mit dem Herrn Preis zum Krankenhaus fahren, ein psychologisches Gutachten? Nee, lassen Sie mich kurz ausreden. Ja, natürlich. Natürlich, aber ich hätte gerne noch ein psychologisches Gutachten von Herrn Preis in der ganzen Geschichte, weil wir machen uns nämlich sehr viel Sorgen um Herrn Preis. Er ist sehr oft abwesend und irgendwie seltsam. Ja. Ja, aber ich sehe keinen Grund. Ne? Sie haben meinen Mandanten, ja gerade haben Sie selbst eingeräumt, offenbar. Wegen Was ist eigentlich mit Ihnen los, Herr Henker? Wie geht's Ihnen eigentlich? Sie sehen eigentlich nicht mehr so fit aus. Es geht nicht um mich, es geht nur noch um die Situation. Ja, ich mache mir aber Sorgen. Ja. Sorgen. Sie brauchen sich um mich keine Sorgen zu machen. Alles ist natürlich. Wunderbar. Was passiert denn, wenn unser bester Anwalt der Stadt weg ist? Oder wenn es ihm nicht gut geht? Ich weiß es nicht, aber darum geht's doch gar nicht. Okay, wissen Sie was, dann machen Sie irgendwas, schicken Sie mir irgendwas per E-Mail oder so, machen Sie einen Kostenvoranschlag, wir reden darüber, aber gerade muss ich weiter, ja? Also, machen Sie, was Sie möchten. Da haben wir mal was gemeinsam. Wunderbar. Alles Gute für Sie, Herr Weiß. Haben Sie einen schönen Tag noch, ja? Ebenso. Herr Weiß, jetzt nur ganz kurz für mich, Staatsanwalt Kings, mein Name, also ohne Staatsanwalt. Natürlich, kommen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, wir haben. Rankstar, gar nichts hat denen in die Karten gespielt. Erklär ich dir gleich. Name, Staatsanwalt. Ja, guten Tag. Genau. Wer hat noch nicht die Ehre, richtig? Genau. Das war gerade, also auch für mich etwas peinlich gerade. Warum? Wir werden mit dazu gerufen, weil der Herr Preis noch verhört werden soll, weil auch seine Anwälte kamen. Dann stehen wir hier unten. Der Kollege Officer, der da drüben steht, sagt, dass die Frau Engel das übernimmt. Die Frau Engel kommt runter, diskutiert kurz mit dem Henker und sagt, ja, ich gehe jetzt wieder, ich muss meiner Arbeit nachkommen. Und wir stehen hier und sehr komisch. Was ist komisch? Dass gesagt wird, wir sollen dazukommen wegen einer Zeugenaussage beziehungsweise einer Täteraussage. Ja. Und dann wird gesagt, ja, ich muss meiner Arbeit jetzt nachkommen, ich gehe wieder. Von der Person, die eigentlich die Person verhören sollte.
Aber sollten Sie die Person, wer sollte die Person denn jetzt verhören? Wer sollte nur dabei sein? Wir sollten nur dabei sein. Frau Engel sollte sie verhören. Okay. Das kam von dem Kollegen, der auch gerade mit vor der Dame steht. Ja, alles klar. Okay, ich habe das so notiert. Ich werde da jetzt gleich mal mit Frau Engel reden, ja? Alles gut. Dankeschön. Haben Sie Zugänge hier runter zu der oder werden Sie mal hier runtergebracht? Wir haben Zugänge bis ganz da runter, bis vor die Zellentüren. Ja, also Sie können den ganzen Haufen der Leute mit hochnehmen. Genau, solange sie uns natürlich die Zellentür aufmachen. Okay, alles klar. Machen Sie dem Herrn bitte die Zellentür auf und dann können die nämlich alle gehen, ja? Eine Sekunde, es geht nämlich noch um die Axt. Und zwar. Ach, hat der die schon wieder dabei gehabt? Ich habe die Axt dem Herrn Price abgenommen, da eine aktuelle Bedrohungslage momentan gegenüber dem Staatsanwalt Schulze und meiner Wenigkeit vorliegt. Hatten wir, also der Herr Recker und ich, uns kurzgeschlossen mit dem Herrn Schulze und dem Herrn Red, die Axt wegen dem gestrigen Vorfall einzubehalten. Mhm. Aber wir würden gerne eine dritte Meinung dazu haben. Meine oder die vom Staatsanwalt? Sowohl als auch. Herr Staatsanwalt, Sie sind da ein bisschen neutraler als ich. Aus meiner Sicht fehlen die genauen Grundlagen. Wenn ich ihn ja jetzt drohen würde, dass er schießen würde und ich hätte irgendwann eine legale Waffe dabei, auch wenn sie momentan noch als illegal zählen, dann könnten sie mir auch nicht einfach wegnehmen, aufgrund, dass eventuell mal irgendwann irgendwas passieren könnte. Und wenn Ihrem Kollegen mitgeteilt wurde, dass man seinen Kopf mit dieser Axt spaltet, man einzeln seine Fingernägel wie Zehennägel rausreißt und das qualvoll und langsam und danach in dem Blut badet und es genießen wird? Mhm, ich weiß, was Sie meinen. Das Problem dabei ist Aussage gegen Aussage, da leider der Schulz ja... Aussage gegen Aussage. Ich habe das doch gehört, ich war in Hörreichweite. Ist okay, denn in der Akte selber steht drin, dass Sie weiter weggegangen sind und der Schulz allein mit ihm geredet hat. Negativ, ich bin nicht ganz behindert. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, aber warum soll ich einen Staatsanwalt... Herr Weiß, okay. Ich bin heute absolut nicht gut gelaunt. Nein, aber das klang gerade etwas komisch, weil Sie sagten, ich bin nicht ganz behindert. Das hat mich irritiert. Ich bin nicht ganz unterbelichtet, sagen wir es mal so. Okay. Ich kenne meine Rechten und Pflichten als Polizistin und ich würde niemals einen Staatsanwalt mit so einem Mann mit der Vorgeschichte allein reden lassen. Hm. Natürlich bin ich in Hörreichweite gewesen. Genau. Die Sache ist natürlich, was halt die Problematik ist, dass halt auch laut Gesetz nur gefährliche Gegenstände konfisziert werden dürfen, wenn halt eine Tat damit begangen wurde. Oh, Scheißgesetze. Entschuldigung. Alles gut. Ich gehe gleich in Feierabend und gehe mich besaufen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Tag. Ich mach mit. Also geben Sie erstmal die Axt dem Herrn wieder, ja? Ja. Und entschuldigen Sie sich. Nicht, dass es Sie da wissen, Probleme ich gibt. Bin ein Engel. Auch wenn ich ein Teufel sein kann, er weiß. Okay, alles klar. Gut, dann bringen Sie die Leute dann bitte hoch, ja? Also ich zurückbringe und mich... Leute, immer dieses, ja, das geht mir so auf den Sack, das hat dem Herrn Henker in die Karten gespielt. Was ist denn die Konsequenz? Also das verstehe ich nie. Was soll denn die Konsequenz sein? Ja, okay, er bringt das PD wieder vor Gericht. Aber was ist denn wohl die Konsequenz dessen? Gar keine. Es entjuckt keinen, außer ihn. Also ich verstehe jetzt nicht, warum ihr dann immer... Ach, ich brauche noch Frau Collins. Sie hat ja die Joints, oder? Hat er mir die gegeben? Nee. Immer dieses, das spielt ihr in den Karten. Ja, für was denn? Was ist das denn für eine Relevanz? Ich verstehe die Aussage halt nie. Da gab es wohl ein Missverständnis. Dafür möchte ich mich im Namen des LSPDs bei Ihnen entschuldigen. Haben Sie jetzt gesehen? Haben Sie zufälligerweise gesehen, wo Frau Collins jetzt hin ist? Wieder hochgegangen. Und dann wünsche ich Ihnen trotz allem noch einen wunderschönen Abend, ne? Ja, Crendo, aber nochmal. Was soll die Konsequenz sein? Du musst mir die erklären. Frau Collins? Ich bin gerade am Telefon, Sir. Oh. Kann ich gleich zu Ihnen, Sir? Achso, ist das ein Privatgespräch? Tatsächlich. Ich bin ein bisschen unangenehm. Hätte gerne nur die beiden Joints, weil ich bin auf dem Weg zu... Ja, ich habe einen Joint, den gebe ich Ihnen gerade. Moment. Nur einer. Ich habe den anderen nicht weggeraucht, es war nur einer. Ja, danke. Alles.
Auch noch vier drin. Messer. Alright. So. Also. Das ist immer, der Henker kann dem LSPD nicht schaden. Geldstrafe und Anzeige gegen Officer, ja. Aber was soll das jetzt relevant sein? Alter, ganz ehrlich, dann zahlt man da die $200 und gut ist. Ich finde das immer so ein bisschen... Ich finde das immer so lustig, dass ihr immer, sobald der Henker irgendwie auftaucht, direkt, oh, warum hat der Walter Weiß sich in die, selber jetzt ins Bein geschossen? Hat er gar nicht, weil der Henker kann überhaupt nichts ausrichten. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Selbst wenn man Fehler macht, was ist die Konsequenz von ihm? Es gibt keine, weil er nämlich keine Macht hat, nichts. Er ist ein Nobody in Los Santos, außer ein Anwalt. Es ist keine Machtperson oder so. Das verstehe ich halt nie, was da das Problem sein soll. Henker versucht Walter zu schaden. Ja, aber wie? Wie denn? Mit was, dass er ihn vor Gericht bloßstellt? Wen soll das jucken? Also, mich juckt's null. Ich hab, wie viele Joints hier drin sind. Das darf niemals rauskommen. Yo. Guck dir das an. Abschließen. Achso, ich wollte gucken, ob dieser Ausweis noch hier drin ist. Den Ausweis? Oh, hier sind viele Ausweise. Kaminski. Hier sind echt viele Ausweise. Millen. Einfach mal zugeben, dass Henke da gut gekontert hat. Wo denn? Bei was? Ich passe da gar nicht mehr auf. Und es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Wen juckt das? Ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse alle Begegnungen mit diesem Charakter. Nach 5 Minuten wieder vergessen, weil es einfach mich nicht interessiert. Richtig, aus die Alleineherrschaft. Ja, als Diktator ist das so. Lage abgeschlossen. Eis. Also immer schön locker durch die Hose atmen. Unterschätze ich den Henker. Es hat nichts an dem zu unterschätzen, weil das ein Niemand ist. Nochmal. Er hat keinen Einfluss auf das LSPD. Er kann das PD immer nur vor Gericht zerren, aber das war's. Was ist da jetzt die Konsequenz? Keine. Das verstehe ich halt nicht, warum ihr das nicht so versteht. So. Warte mal, ich wollte ja die Waffe an die Schränke. Mit den Joints kann man eine geile Party machen. Denkst du, das ist in Real Life auch so? Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Henker will doch nur eine ordentliche Polizei. Was der will, ist mir doch egal. Wahrscheinlich lässt er dich dafür 2 Stunden mit Zeugen warten. Wieso? Ich kann auf Streife fahren und dann kann man mich anfunken. Ich mache meine Aussage und gehe wieder. Also was soll mir da wehtun? Und wenn das LSPD ohne Ecken und Kanten wäre, wäre es sehr langweilig. Ich finde, dass, also das habe ich letztens schon mal gesagt, dass Herr Henker für diesen Server viel zu OP ist, weil hier wird immer mehr ein Juristensimulator raus und das ärgert mich auch ein bisschen.
Aber ist mir scheißegal. Heute vor allem. Sollen die noch machen, die wollen mich, juckt's ehrlich gesagt gerade nicht. Sorry, aber ich bin einfach nur müde. Jetzt auch pennen gleich. Er bietet RP, weiß gar nicht, was es da zu meckern gibt. Eben. Ich meckere doch gar nicht. Ich bin da ganz ruhig. Die Collins-Verhandlung war wirklich spannend, yo. Das stimmt. Ein Juristensimulator ist das Schlimmste, was einem RP-Server passieren kann. Ich finde das so schwierig. Sky Moon, hast du die Ohren wieder? Hast du wieder in den Ohren, ne? Was habe ich denn gesagt? Nochmal, wiederhol mal meine Aussage. Ich habe gesagt, dass sein juristisches Verständnis zu OP für Lucky Five ist. Nicht sein RP. Tja. Die Leute hören einfach nicht zu. Das ist wie im echten Leben. Die Justiz kontrolliert die Exekutive. Ihr kontrolliert niemanden, irgendwen. Es gibt Frau Clark und die Serverleitung und der Support. PD. Mal gucken. Danke für diese Aussage und Chat abspeichern. Welche Aussage? Ich wusste ganz genau, welche Aussage du meinst. Da meinst du die Aussage, dass ich sage, dass es keine über Walter Weiß gibt, ne? Natürlich gibt es über Walter Weiß jemanden, und zwar die Justizministerin, habe ich ja gesagt. Habe ich letztens schon gesagt. Also dreh das nicht wieder so, wende das nicht, wie du das willst, damit du wieder irgendeinen Kack für deine Pissseite haben kannst. Ne? Und verpiss dich aus meinem Chat. Solche Leute will keiner haben wie dich. Richtiger Randall, wisst ihr? Kennt ihr die Leute, die immer bei Disneys große Pause, bei Disneys große Pause immer bei Mrs. Finster war? Scooby-Doo ist genau so ein Mensch. Wieder die Freundlichkeit in Person. Absolut. Müll mit Müll kontern. Ich auch. Aber eigentlich bin ich im Feierabend. Ja, ich bin morgen Mittag da für Sie, ja? Moment, Tom. Ja, ist okay, Herr Weiß. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Feierabend. Gleichfalls. Danke. Ich denke, das RP wird dann wachsen und einige Punkte kritisiert er ganz zu Unrecht. Die Justiz wird sich weiterentwickeln und wir schauen einfach noch ein wenig, wie sich das weiterentwickelt. Falls irgendwann zu viel wird und dann andere den Spaß nimmt, in eine Richtung Trolling geht. Guten Tag, der Herr. Hallo. Muss man eben sehen. So eine bin ich also. Nee, Schubidu, du sagst. Kann das jemand klippen? Du wolltest meine Aussage klippen, indem man mich wieder hinstellt, dass ich gesagt habe, dass Walter Weiß der Allmächtige ist, richtig? Unter uns. Das hast du ja direkt in den Chat geschrieben. Hat aber keiner gesagt. Hat keiner gesagt. Niemand. Und da paaren sich zwei Autos. Es ging lediglich darum, dass es für Walter Weiß absolut nichts ausmacht, wenn er vor Gericht gezerrt wird und ins Lächerliche. Warum? Wen soll das jucken? Was ist die Konsequenz dadurch? Das ist es halt. Weißt du? Das ist es halt. Das war meine Aussage und nicht das, was du daraus wieder interpretiert hast.
Aber was meintest du dann bitte damit, das muss unbedingt geklippt werden? Abspeichern. Erklär mal bitte. Dann vielleicht verstehe ich auch deine Intention falsch. Das rechtfertigt doch nicht immer. Nee, ich will das gerne verstehen. Weil das Ding ist, die Leute machen Clips und reißen das aus dem Zusammenhang und hauen das wieder auf Twitter oder sonst wo was, ohne dass sie dann den ganzen Kontext wieder erwähnen. Ich würde es ja gerne nur verstehen. Vor allem danke für die Aussage, Chat abspeichern bitte. What? Ich weiß, was ich an RP nicht vermisst habe. Also, ich erkläre das gerne nochmal zum Verständnis. Walter Weiß ist keine Figur, die man die nicht alles tun und lassen kann, was sie möchte. Kann logischerweise Herrn Weiß bei der Justizministerin anzeigen. Man kann hingehen und Weiß immer und immer wieder anzeigen, wenn er was macht. In einer Tour. Let's go. Macht nur keiner. I don't know why. So. Und deswegen ist das ironisch, dass Leute denken, dass der Henker einen Walter Weiß schaden kann. Walter Weiß könnte der Henker in den Kopf schießen, das dann erzählen, wenn er das überleben würde, vor Gericht. Und was wäre die Konsequenz? Es gibt keinen, der dagegen vorgehen würde, was ich schade finde. Weil diese Figur schlägt oft über die Stränge, bin ich voll der Meinung. Aber sonst muss ich sagen, und ich finde halt dieser Juristensimulator, ja, immer mehr, wisst ihr? Also die Staatsanwalt sagt, man muss jetzt Leute zitieren und so, ja. Wisst ihr, was ich meine? Das, also man muss das ein bisschen, es muss ja wieder ein Spiel werden. Naja, die Justiz will ja auch RP machen. Ja, aber was macht das für einen Unterschied, wenn jemand Anführungszeichen in eine Zeugenaussage macht oder nicht? Ich finde den Charakter Henker auch an sich cool. Er bietet, wenn man ihn sieht, weiß man, das habe ich schon 300 Mal gesagt, auch mega RP. Es ist spannend, lustig, er macht coole Gerichtsprozesse, alles. Ich finde, er macht das auch sehr gut. Er ist wirklich eine spannende Figur. Aber manchmal habe ich keinen Bock da drauf. Also. Aber ich habe ja auch mal ein gutes Recht, oder? Und er spielt den Alkoholkonsum konsequent aus. Finde ich auch echt cool. Nur es ist immer toxisch und Hass da drin, wenn GTA gespielt wird. Beim Flugsimulator, beim Flugsimulator heute mehr Leute zugeguckt als bei GTA. Und da sind die Leute, die helfen, die geben einem Tipps, alles. Aber sobald man GTA-RP spielt, hat man immer diese Rotze im Chat. Frau Collins? Chief, wo sind Sie? Im Feierabend, ich bin sehr müde heute. Das ist eine Frechheit. Ich wollte nur noch mal Sie um etwas bitten. Sie haben gerade das verweigert. Ich habe gerade ein klärendes Gespräch gehabt mit Herrn Veskelain. Wenn Sie mir vertrauen, Sir, in dieser neuen Position, dann bitte ich Sie darum, mir zu vertrauen und die Suspendierung sein zu lassen fürs Team. Ich bitte Sie wirklich darum. Okay, also der kritisiert meine Entscheidung, Sie zum Assistant Chief machen, der geht Sie verbal an, persönlich an. Moment, wir hatten privat ein Disput, so nenne ich es mal. Ich bitte Sie, Sir, das ist wirklich eine Bitte, vertrauen Sie mir und lassen Sie es sein. Ich überlebe es mir bis morgen.
Okay, ich danke Ihnen. Schlafen Sie gut, ja? Alles klar, Sie auch. Tschüss. Bei Strafzetteln finde ich Akten auch Quatsch, yo. Das stimmt, das ist zu viel. Das aus deinem Mund, Hashtag Schubidu, was? Nicht wortwörtlich gemeint, was denn? Nee, ich liebe, hab doch einfach Spaß zusammen und man kann nicht immer gewinnen. Aber wen geht's denn bei GTA RP um Gewinn? Also wenn es mir ums Gewinn geht, dann würde ich mich immer so hart auf Gerichtsprozesse vorbereiten, mich da hinsetzen und so, aber mich juckt das ehrlich gesagt gar nicht. Sag ich dir ehrlich, wie es ist, also wenn Herr Henker einen Punkt hat, wo er Walter schwächen kann, dann do it. Und ich nehme das ja auch hin. Es ist ein Schlagabtausch, den man da hat. That's it. Also das ist eigentlich der Punkt, so was, warum, was für Gewinn oder Verlieren? Es interessiert kein, also mich interessiert das null. Das ist, glaube ich, der Punkt, was eigentlich Leute am meisten ärgert, wenn es einen einfach nicht interessiert. Das ist ein Spiel. Ja, bitte? Polizei 62, Frau Sorkin, wollten Sie heute irgendwas Dringliches? Nee, alles gut. Ich wollte nur fragen, wie es Ihnen geht. Hat sich schon erledigt. Wie geht's Ihnen denn? Gut, und Ihnen? Wunderbar. Sind Sie zufrieden alles im LSPD? Haben Sie sich Gedanken gemacht wegen der Umstrukturierung? Ich bin zufrieden im LSPD, ja. Aber Sie sind auch ein bisschen irritiert, weil Sie eventuell Ihren Rekrutenstatus nochmal auf Null setzen müssten, oder? Ja, schon. Aber wenn... Ich denke, Sie wissen, was Sie machen. Ja, also passen Sie auf. Wie lange sind Sie jetzt schon Rekrutin? 1,5 Monate? Ungefähr. Ja, da wir reden von Leuten, die natürlich gar keine Erfahrung haben. Wir reden am Freitag nochmal, ja? Alles klar. Frau Sorkin, schlafen Sie gut, ne? Gleichfalls. Bis dann. Schönen Abend noch. Nein, das Problem ist, ich finde es schön, wenn Leute für ihr RP leben, so Chat, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich finde das cool. Aber ich finde es auch ein bisschen zu viel, wenn die Leute zu viel dafür leben. Wie zum Beispiel am Eingang gesagt, guck mal, ich spiele mit meiner Freundin, meiner Verlobten, spiele ich Flight Simulator. Ich habe so einen Spaß, mich in dem Spiel zu verbessern. Ich finde es so cool, mit dem Chat dabei zu interagieren. Man lernt permanent was, man lernt es. Man hat so eine Leidenschaft. Vorgestern, ne, gestern saß ich noch in einem echten Flugzeug mit dem Gronk, mit Pan und mit Kapuzenwurm, also Putzi. Wir sind in echt rumgeflogen. Ich habe so eine Faszination dafür. Dann spielst du es und dann gehen in anderen Chats dieses GTA-Ding, geht so einen auf die Nerven. Was macht er? Was macht der Projektleiter? Er fliegt. Er drückt Knopf in einem Flugsimulator. Warum sind die Leute so dermaßen, das ist ein bestes Beispiel, warum sind die Leute so dermaßen verbissen auf dieser Welt? Auf diese GTA-Welt? Das ist so schlimm geworden, finde ich. Und das macht dem Spieler das sehr, sehr kaputt. Das hat auch mal der Ranzi gemeint. Ihm wurde das richtig kaputt gemacht. Weißt du? Nee, es ist nicht nur einer, sondern es sind immer und immer und immer wieder Leute. Und ich finde das krass, was die Leute, was dieses GTA mit den Leuten macht. Also ich liebe es wirklich zu spielen und ich freue mich wirklich auch immer auf die Geschichte von Walter Weiß. Aber ich finde es auch mal schön, was anderes zu spielen. Ich könnte jetzt auch 2 Wochen eine GTA-Pause machen, sage ich euch ehrlich, wie es ist.
Aber es gibt auch Tage, dann gucke ich ab und zu mal Nussmann Stream zum Beispiel und dann kriege ich wieder Lust. Wisst ihr, was ich meine? Aber es kann auch einfach sein, weil ich jetzt 10 Stunden streame und ein bisschen durch bin. Einfach Chiefposten abgeben. Ja, nee, warum? Als Diktator trittst du nicht einfach zurück. Naja, vielleicht ist es ja morgen Mittag schon wieder anders, ne? Also, ich bedanke mich für den Stream. Wenn ich streame, achso, übrigens, die Geschichte von Walter Weiß mit den Hotdogs und so, die spielt auf Lucky 5 gar keine Rolle, das wisst ihr ja, ne? Box AI hat es endlich mal jemand, der es verstanden hat. Was hast du denn für einen Charakter gespielt? Sarin X. Es wird anderes RP blockiert. Walter ist so wichtig auf dem Server. Der rasten Fanboys Girls mal aus. Hä? Was? Es gibt auch Leute, die dann RP sehr mögen. Weiß ich. Würdet ihr nicht gucken. Und ich hätte keine 3 Autos. Spaß, Leute. Also ein Spaß ist es eigentlich gar nicht. Es wird ein anderes RP blockiert. Erst Kopf, dann waren wir sogar noch recht gut miteinander, spielte FAB und musste gegen dich ermitteln. Okay, auf welchem Server? Ach so, wisst ihr, warum ich dem Typen gerade gesagt habe, dass ich ihn in die Schnauze haue am ATM? Eigentlich war damit eine Metapher gemeint. Ich wollte ihm eigentlich sagen, True Life, ach Gott. Eigentlich war eine Metapher gemeint. Ich wollte ihm damit sagen, er soll sein scheiß Leben auf die Kette kriegen. Und deswegen haben wir ihm 2 Dollar gegeben als Anfang. Einen symbolischen Dollar. Kennt ihr das? Würde ja niemanden jemals einen auf die Fresse hauen. So. Channel switched. Also, ich muss morgen zum Arzt, Leute. Meine Gehirnzellen überprüfen lassen. Ne, wegen meinem Hals. Ich weiß nicht, wenn ich morgen Mittag einen Stream mache, dann so gegen 1. Ne? Um 1. Okay, 13, 14 Uhr. Tobi, danke nochmal für deine 100 Bits. Scarface, danke nochmal für 100 Bits. Eine Daily Soap ist das, ja, weiß ich. Ja, ja. Wir sehen uns morgen, Leute. Um 13, 14 Uhr. Dankeschön für alles. Heute war ich ein bisschen toxisch, weil ich einfach... Heute ist einfach so ein Tag, den kannst du vergessen. Einfach platt. Bin jetzt heute seit Ewigkeit am PC. Seit 9 Uhr morgens. Seit 10 meine ich. Guck mal, wir haben schon... Alter, 10 Stunden gestreamt und vorher noch andere Sachen gemacht. Ne? Heute ist irgendwie so ein Tag, der ist scheiße. Ich muss mich auch für heute entschuldigen. Heute war ich nicht cool. Heute war ich echt nicht cool drauf. Morgen wird besser. Okay? Man hat mal so und so einen Tag. Ja? Ich bin auf Renny entzogen. Ja, wahrscheinlich. Also, Leute, wir sehen uns morgen wieder. 13, 14 Uhr. Ich hab euch lieb. Schlaf gut. Und nehmt das bitte nicht persönlich. Ihr seid echt die beste Community, die man überhaupt haben kann. Und, ich glaube, ich habe einfach in letzter Zeit ein bisschen zu viel gearbeitet und bin heute einfach mal platt gewesen. Das war's.
Dankeschön. Macht's gut. Und bis morgen. Tschüss. Dankeschön für alles.